Die Schwangerschaft war für mich ein Horror, weil ich da auch noch Tabletten genommen hatte im Anfang. Gott sei Dank nicht regelmäßig. Ich war heilfroh, dass das Kind gesund war. Dann klaue ich irgendwann auch meiner Freundin 50 Euro aus dem Portemonnaie, verpfände ihre Goldohrringe, weil ich hatte irgendwann kein Geld mehr. Und für mich war das Allerwichtigste, den Konsum weiter aufrechtzuerhalten. Und somit habe ich alle Menschen um mich herum eigentlich verloren. Ich muss sagen, auf solchen Techno-Partys, vor allem die Outdoor-Partys in Wäldern, das ist einfach so, man kann in die Augen gucken von den Menschen und jeder hat solche Pupillen. Mhm. Es schmeckt auch überall sehr stark nach Gras und das gehört schon einfach zu der Szene auch dazu. Als ich Kokain genommen habe, das erste Mal, werde ich nie vergessen, war das wie Schwarz-Weiß-Fernsehen war vorher und dann war Farbfernsehen. Für mich war ganz klar, das ist es. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Vielen Dank. Ob Alkohol, Kokain oder diverse Pillen, dankeschön. Drogen können das Leben ziemlich schnell außer Kontrolle bringen. Warum konsumieren überhaupt so viele Menschen Drogen? Und mit welchen Folgen für Sie und andere? Außer Kontrolle, Leben mit den Drogen, das ist heute unser Thema im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Jahrelang war Brigitte Balkenhol medikamenten- und alkoholsüchtig. Bereits als Kind gab ihre Mutter ihr bei jeder Gelegenheit eine Pille. Wie das ihr Leben beeinflusste und inwiefern sich ihre Abhängigkeit auch auf ihre Kinder übertragen hat, das hören wir von Brigitte Balkenhol. Herzlich willkommen. Der Freund von Lucy verstarb im Alter von nur 17 Jahren an einer tödlichen Drogenmischung. Zuvor hatten Partypillen für beide zum Ausgehen dazugehört. Wie sie seinen Tod erlebt hat und wie sie andere Jugendliche warnen will, das erklärt uns Lucy. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Bereits im Jugendalter kam Nils Petersen auf die falsche Bahn und dealte mit Drogen. Über die Jahre baute er sein kriminelles Geschäft auf, bis er schließlich im kolumbianischen Gefängnis landete. Wir sind sehr gespannt auf Nils Petersen. Herzlich willkommen. Eine Drogentherapie war der letzte Ausweg für Dr. Karin Sievert-Fischer. Sie litt schwer an Depressionen, bis sie schließlich diesen ungewöhnlichen Weg ging. Welche Erfahrungen sie damit gemacht hat, das erzählt uns Karin Sievert-Fischer. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Um mehr Leistung zu bringen, nahm Hagen Decker 15 Jahre lang Kokain. Der gefeierte Regisseur gab in dieser Zeit fast eine 500.000 Euro für Rauschmittel aus. Warum er so lange nicht vom Koks loskam, das erfahren wir von Hagen Decker. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Drogenkonsum gehört nach Professor Dr. Christian Müller für viele Menschen zur Tagesordnung. Doch Stress und Krisen können laut dem Psychologen schnell dazu führen, jegliche Kontrolle zu verlieren. Herzlich willkommen, Herr Müller, und herzlich willkommen an die gesamte Runde nochmal. Frau Balkenhol, außer Kontrolle haben wir in unserem Titel. Würden Sie sagen, dass Ihr Leben durch Drogen phasenweise außer Kontrolle geraten ist, wenn Sie zurückschauen? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Also im Anfang habe ich zwar gedacht, ich kann das kontrollieren. Ich habe wohl gemerkt, dass da was nicht in Ordnung ist. Aber ich habe gedacht, ich kann es kontrollieren. Aber ich habe irgendwann gemerkt, das geht nicht. Wenn Sie schon über den Anfang sprechen, gehen wir mal ganz zurück. Man fragt sich ja immer, was bekommen wir auch von den Eltern vorgelebt? Ihre Mutter hatte einen ziemlichen Tablettenkonsum. Wie würden Sie den selbst beschreiben? Also ich kenne meine Mutter eigentlich von klein auf nur so, dass sie, wenn sie Schmerzen hatte, Schmerzmittel genommen hat, was ich jetzt nicht so ungewöhnlich fand, aber wenn sie dann sich über irgendwas aufgeregt hat, dann war es irgendein Beruhigungsmittel. Also es waren immer relativ viele Medikamente im Haus, die eben auch entsprechend eingesetzt wurden. Und hat sich das dann auch auf Sie übertragen, dass Sie dann als Kind, wenn irgendwas war, ein Wehwehchen, zack, kommt die Tablette? Oder? Ja, als Kind nicht so sehr, aber da habe ich einfach bedingt, ich habe einen angeborenen Herzfehler gehabt und bin als Kind daran operiert worden, habe von daher Medikamente nehmen müssen auch. Und
Aber wo ich dann älter war, wenn ich dann Kopfweh hatte oder so irgendwas, dann gab es halt eine Kopfschmerztablette, ohne dass darüber nachgedacht wurde. Und irgendwann habe ich mal gemerkt, wenn ich statt einer zwei nehme, fühle ich mich besser, bin ich ein Stück weit mutiger, kann ich eher reden, sagen, was ich will, was ich nicht will. Und das hat sich irgendwo eingegraben. Und dieses Eingegrabene, denke ich heute im Nachhinein, das ist das gewesen, was fatal war. Weil das bleibt auch, das geht nicht wieder weg. Das, was Sie so sagen, ach, da hat man da was, da ein Wehwehchen, da kommt eine Pille, dann kommt da wieder was, da gibt es auch eine Pille. Diese Summe aus Pillen für kleine Wehwehchen, wie gefährlich ist die, Herr Müller? Ja, dazu muss man erst mal sagen, dass der Konsum der allermeisten Menschen nicht vor dem Hintergrund einer Sucht stattfindet, primär erst mal, sondern man fängt an, Substanzen zu nehmen, um Alltagsprobleme zu lösen. Einfach die Sachen, die sich für jeden individuell als Herausforderung im Leben ergeben. Ja, das können verschiedenste Sachen sein. Es kann Stress sein oder Depression, akzentuierte Persönlichkeit. Also es hat mit Euphorie und Partymachen erstmal gar nicht so viel zu tun, sondern die Substanzen erfüllen da eine Funktion. Ja. Das ist so ein bisschen, wie Sie geschildert haben. Die Mutter hat wahrscheinlich verschiedenste Arten Wehwehchen gehabt. Schmerzmanagement würde auch dazu gehören. Und wir lernen, dass wir Substanzen nehmen können, die uns tatsächlich auch erstmal ein bisschen helfen. Und die, mitunter kann das auch ein Leben lang anhalten, wenn man diesen Konsum kontrolliert, im Selbstmanagement verschiedenster Probleme, diesen Konsum zu etablieren. Dabei bauen wir ein Gedächtnis auf, wie Sie sagen, was sich so eingegraben hat. Das ist letzten Endes ein Drogengedächtnis. Und dieses Gedächtnis ist sehr mächtig. Also es ist sehr löschungsresistent. Wir werden das nicht wieder los bis zum Ende unseres Lebens. Und es kompetitiert oder ist im Wettstreit mit anderen Gedächtnistypen um alternative Problemlösungen. Mhm. Ja, und wenn ich mir aber einmal diesen Drogenkonsum als Problemlösestrategie angewöhnt habe, dominiert er dann eben mein Verhaltensrepertoire. Ja, und ich komme relativ schwer davon weg. Und das ist dann mitunter auch der Einstieg in der Sucht, wenn ich sehr lange, viele Jahre diese Instrumentalisierung betreibe, also Substanzen zum Problemlösen verwende, dann eskaliere ich irgendwann da rein und kann in einer Sucht enden. Also ganz klassisch, ich kann nicht einschlafen, ich nehme mal ein Mittel, ich merke, ich kann schlafen und irgendwann brauche ich das Mittel, um einzuschlafen. Genau so ist es. Also es fängt harmlos an, aber steigert sich dann in so eine Abhängigkeit. Genau, und irgendwann braucht man dann tatsächlich die Droge, um normal zu funktionieren. Wie war es bei Ihnen, Frau Balkenhol? Irgendwann war die Schule vorbei, Sie haben eine Ausbildung angefangen und dann haben Sie selbstständig nach Tabletten gegriffen. Warum? Was war der Anlass dafür? Was haben Sie gesucht? Ich denke im Nachhinein, weil ich einfach überfordert war. Also ich bin bedingt durch meinen Herzfehler sehr behütet aufgewachsen. Meine Eltern haben relativ kurz nach der Geburt gekriegt, sie können nur hoffen, dass ich das operationsfähige Alter erreiche. Entsprechend viel Angst war auch dort. Okay. Diese Ängste habe ich übernommen, mit denen quäle ich mich noch heute rum. Kann aber mittlerweile damit umgehen, es hat aber gedauert. Und insofern bin ich halt eben, es ist immer aufgepasst worden. Meine Mutter hat mir sehr viel abgenommen, wo ich ja auch dankbar für war. Außerdem sind Kinder ja lernfähig. Wenn die Eltern gesagt kriegen, das Kind darf nicht weinen, ich was wollte und geweint habe, dann habe ich es gekriegt. Also das gräbt sich dann schon auch ein. Und dann kamen Sie auf die Arbeit und hatten dieses Umfeld nicht? Richtig. Und was haben Sie dann genommen? Also meine Mutter hat ein Schmerzmittel genommen, was sie vorrangig nahm. Das war auch Taledon damals. Das gibt es heute in dieser Zusammensetzung Gott sei Dank nicht mehr. Welche Wirkung hat das auf Sie gehabt? Da war unter anderem Codein und Koffein mit drin. Das heißt, das hat zunächst mal aufgeputscht und irgendwann dann müde gemacht. Und dieses Aufputschende war etwas, was ich halt sehr angenehm empfunden habe. Also ich war so in der Situation, dass ich in die Arbeitswelt ging und eigentlich gar nicht wusste, wie ich das selber machen sollte, alleine machen sollte. Ich war ein Stück weit mit der Situation überfordert. Frau Balkenhol, war das verschreibungspflichtig? Ja, damals war und, das. Und wie sind Sie dann, also haben Sie sich das immer verschreiben lassen oder wie sind Sie da dran gekommen? Ja, also zunächst mal hatte meine Mutter es ja immer da. So, da kam ich dran, das war kein Problem. Dann habe ich, muss ich sagen, heute im Nachhinein, leider Gottes, obwohl das schon mein Wunschberuf war, eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht. Das heißt, da kam ich dann auch relativ problemlos dran. Also Sie waren an der Quelle?
sozusagen. Ja. Aber wie haben Sie dann die einfach aus der Schublade genommen oder wie haben Sie das dann organisiert? Nee, mit Rezepten und so. Also ich habe dann schon auch Chefs gehabt, die da auch nicht geguckt haben, was sie unterschreiben an Rezepten. Also, haben Sie da was riskiert? Haben Sie da ein bisschen schon auch Ihren Job riskiert? Ja, ja? Definitiv. Also ich habe später in der Krankenhausambulanz gearbeitet und da hat mich ein Oberarzt mal angesprochen und hat gesagt, er möchte mich nicht melden, weil ich dann in meinem Beruf nicht mehr arbeiten kann. Aber er behält mich im Auge. Und ein Stück weit war da aber auch schon ein Punkt erreicht, wo ich selber auch gemerkt habe, dass es so nicht mehr weitergeht. Es gab ja wohl auch eine Situation, dass Sie kaum noch Puls hatten. Mhm. Waren Sie da alleine in dieser Situation? Das ist etwas, was meine Mutter mir erzählt hat. Das sind Situationen gewesen, wo ich zu Hause war, was sie mir im Nachhinein erzählt hat, dass sie kaum noch Puls und Atmung hat feststellen können. Und es hat lange gedauert, bis mir klar geworden ist, dass sie mich immer hat liegen lassen. Also da ist kein Arzt gekommen? Sie hat nie mal einen Arzt gerufen oder so. Das ist etwas, da habe ich auch nie mit ihr drüber reden können. Also das ist was, was... Also Sie hatten das Gefühl, da ist kein Arzt gerufen worden, auch weil draußen das keiner wissen sollte? Oder? Ja, richtig, ja. Sollte keiner wissen. Wobei meine Mutter aber auf der anderen Seite jemand war, der überall erzählt hat, was für eine furchtbare Tochter sie hat. Also insofern war das für mich eigentlich ziemlich schizophren, was sie da gemacht hat. Und nur, wie gesagt, das, was sie damit eigentlich ausgedrückt hat, das hat sehr lange gedauert. Habe ich vielleicht auch einfach nicht sehen wollen früher, bis ich das begriffen habe. Was hat das ausgedrückt? Was? Dass sie mich lieber hätte sterben lassen, da, als dass irgendjemand mitgekriegt hätte, was los ist. Wir hoffen natürlich, dass das nicht so war, weil ich meine, aber es arbeitet als Gedanke in Ihnen. Aber allein, selbst wenn es das nicht ist, sondern der Schein, den man nach außen wahrt, weil die Familie ja nach außen kein Problem haben darf, stehen solche Dinge auch oft ersten Therapien, ersten Hilfen im Wege? Sicherlich. Die Familie will natürlich dann in dem Moment nach außen auch ein gewisses Bild wahren. Mhm. Ne? Und Der Nutzen bestimmter Substanzen als problemlösende Strategie, zum Beispiel mit dieser Erkrankung klarzukommen, das ist schon immer noch sehr negativ konnotiert, also wird nicht sehr positiv angesehen. Das hängt sehr aber von den Substanzen ab, die genommen werden. Wäre für andere Substanzen, vielleicht den Alkohol etwas anderes, die mehr akzeptiert sind. Mhm. Ja, und ja, man kann sich schon vorstellen, dass die Mutter das hat versucht zu verbergen und dass es nicht nach außen dringt und einen schlechten Ruf entsteht dadurch. Na, weil es zeigt natürlich auch immer ein bisschen Ohnmacht, dass man die Probleme, die man hat, nicht auf andere Weise lösen kann. Mhm. Bei so einer Herzerkrankung, gut, da gibt es wahrscheinlich keine anderen Wege. Aber das andere Thema Stress im Beruf zum Beispiel ist so eins, worüber man nicht gerne redet, dass man da pharmakologische Hilfe sich sucht, jetzt mal außerhalb des Feierabendbiers vielleicht, um das in den Griff zu bekommen. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Viele Leute haben Stress im Job, ne, und haben die Aufgabe, in relativ kurzer Zeit sich zu erholen. Viel Druck, vielleicht auch noch privaten Stress dazu. Und nun ja, da gibt es Substanzen, die da helfen können. Mhm. Ne, aber man möchte das natürlich nicht nach außen tragen, weil es gäbe auch andere Strategien. Beispiel Sport machen, Yoga, die da helfen könnten. Wenn wir über außer Kontrolle reden, muss man ja sagen, Sie haben Ihren Job riskiert. Sie hatten Phasen, wo Sie keinen Puls hatten. Also da war schon viel außer Kontrolle. Sie haben dann aber auch Therapien gemacht. Sie waren in einer Selbsthilfegruppe, haben da auch Ihren Mann kennengelernt, einen trockenen Alkoholiker, haben zwei Kinder bekommen. Die Ehe ist dann aber auseinander. Ganz plötzlich, Sie standen alleine mit Ihren beiden Kindern da, hatten auch kein Netz, das Sie aufgefangen hat. Und dann kam der Alkohol und immer mehr Alkohol. Was haben Sie wiederum im Alkohol, wie Sie sagen, eine Droge, die ja sehr verbreitet ist, was haben Sie da gesucht und vielleicht auch zunächst gefunden? Das war eigentlich, also ich habe meine erste Therapie gemacht, da war mein Sohn ein Vierteljahr alt. Das ist der Älteste. Die Schwangerschaft war für mich ein Horror, weil ich da auch noch Tabletten genommen hatte am Anfang. Gott sei Dank nicht regelmäßig. Ich war heilfroh, dass das Kind gesund war, keine Schäden hatte in irgendeiner Form. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss was tun. Es geht so nicht weiter und ich gehe kaputt dabei.
Und bin damals dann ein halbes Jahr zur Therapie gewesen und kam dann hinterher, habe meinen Beruf gewechselt. Also ich bin dann nicht wieder zurück in meinen alten Beruf. Das war mir einfach zu gefährlich in der Situation. Kam dann irgendwann ein zweites Kind dazu. Und als meine Tochter anderthalb war, hat der Vater sich über Nacht überlegt, dass er keine Lust mehr auf Familie hat. Das war wirklich ganz plötzlich. Ja, er ist freitagsabends auf eine Firmenfeier und samstags morgens heimgekommen und hat gesagt, ich gehe. Und war mittags weg. Und ich saß mit einem anderthalb- und dreijährigen Kind da, mit einem Aushilfsjob, einer Wohnung, die ich nicht finanzieren konnte und in einer Gegend, wo es auch keine Kitas oder sowas gab. Da, muss ich sagen, habe ich zum Glück meine Mutter gehabt, die nicht berufstätig war, die dann eingesprungen ist und auf die Kinder aufgepasst hat. Aber mir war erst mal völlig der Boden unter den Füßen weggezogen. Und was hat der Alkohol Ihnen dann gegeben? Ich habe fast 4 Jahre geschafft, trotzdem, also von den Medikamenten wegzubleiben und auch vom Alkohol die Finger zu lassen, weil ich wusste ja über die Gefahr des Umsteigens. Und dann ging es mir zunehmend alleine schlechter. Ich hatte noch anfangs Kontakt zur Beratungsstelle. Irgendwann konnten die das aber auch nicht mehr begründen, dass das immer noch weiter lief. Das ist ja auch begrenzt. Und dann habe ich mir keine Alternative gesucht. Und dann habe ich eine Feier mit Kollegen gehabt, die alle gerne tranken. Und habe entgegen dem, was ich immer getan habe, sonst Alkohol gekauft für die. Und als die abends weg waren, habe ich zu Hause gesessen und habe gedacht, was ist das jetzt? Mit Mitte 20, mit 2 kleinen Kindern und nicht wissen, wie es weitergeht. Und dann habe ich mich über die Reste gemacht. Haben Sie alle Flaschen dann? Und im Nachhinein habe ich oft gedacht, das hat sich schon viel früher angebahnt. Also ich hätte viel früher eigentlich merken müssen, dass da was schief läuft. Ja. Das, was Sie so beschreiben, da steckt ja eine Verzweiflung drin. Also so wie Sie das sagen, ich stehe jetzt hier alleine und jetzt nehme ich den Alkohol. Jetzt hatten Sie ja auch Verantwortung, da waren ja 2 Kinder. Haben die was mitbekommen? Schon, ja? Schon. Es hat immer wieder Situationen gegeben. Also ich habe meistens nur abends zu Hause getrunken oder eigentlich fast ausschließlich abends zu Hause getrunken. Meist auch, wenn die Kinder im Bett waren, aber das hat halt nicht immer funktioniert. Wenn ich dann mal gemeckert habe oder so, also ich kann mich erinnern an eine Situation, die mich sehr betroffen gemacht hat. Ich habe meinen Sohn geschimpft und irgendwas wollte und ich habe es erst mal verboten, dann habe ich es erlaubt, dann habe ich es wieder verboten. Und dann hat er mir so wie sie jetzt gegenüber am Sessel gesessen und hat angefangen zu lachen. Wie alt war er da? Vielleicht 4 oder so, 4, 5 maximal. Und also immer mehr zu lachen und ich habe da gestanden und habe gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Und irgendwann kullert einen dicken Tränen die Backen runter. Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, Mama, trink doch mal was, vielleicht geht's dir dann besser. Das hat gesessen, das hat ganz arg gesessen. Und auch in der Anfangszeit, als ich dann aus der Therapie, aus der zweiten Therapie, die ich dann gemacht habe, die ich erst nicht machen wollte, nach Hause kam, ist er ganz oft nachts wach geworden, also gerade mein Sohn, und hat fürchterlich geweint. Und wenn ich dann ins Zimmer bin und gesagt habe, was ist denn los, ich bin doch da, war Ruhe. Dann weiter geschlafen. Und ich habe jetzt mal da gesessen und habe gedacht, wie oft mag der vielleicht nachts gekommen sein. Hat versucht, mich zu wecken und hat mich nicht wach gekriegt. Erstmal danke, dass Sie so offen darüber sprechen. Also es fällt ja nicht leicht, über diese Themen zu reden. Wie sehr arbeiten diese Situationen heute noch in Ihnen? Wenn ich drüber rede, sind sie wieder sehr nah. Ansonsten ist das eigentlich was ich für mich relativ gut aufgearbeitet habe. Ich sehe auch heute, auch wenn so diese, also gerade mit meinen Kindern, das ist schon auch gefühlsmäßig sehr nah noch. Ansonsten betrachte ich heute zum Beispiel meinen Rückfall eigentlich als Glück. Weil ich durch die zweite Therapie, weil ich da in der Klinik gewesen bin, wo ich ein Stück weit, sage ich heute im Nachhinein, Leben gelernt habe. Sie haben ja dann auch erfolgreichen Alkoholentzug durchgeführt, haben auch Ihren zweiten Mann in der Selbsthilfegruppe kennengelernt. In der Therapie habe ich ihn kennengelernt. Er ist übrigens auch heute hier. Herzlich willkommen auch an Sie, Herr Balkenhol. Wie wichtig ist Ihr Mann auch für Sie so als Korrektiv, als Unterstützung an Ihrer Seite, nicht nur jetzt heute hier? Sehr wichtig, weil ich jemand bin, der immer sehr vorsichtig gewesen ist, sehr ängstlich gewesen ist,
Ich bin auch so aufgewachsen, dass bei allem, was ich machen wollte, bei allen Ideen, immer erst ein, oh Gott, das kannst du doch nicht machen und um Himmels Willen. Und mein Mann ist jemand gewesen oder ist jemand, der eigentlich sehr spontan ist, der viel positiver ist und der mich da einfach ein Stück weit mitgezogen, manchmal auch geschoben hat und mir sehr, sehr viel Sicherheit gegeben hat. Also ich habe viele Dinge mich getraut in den letzten Jahren oder seit wir uns kennen, die ich mir sonst nicht zugetraut hätte. Ist doch ein schönes Kompliment. Wie ist es mit Ihren Kindern? Haben die was mit Drogen zu tun gehabt oder haben die mit Drogen zu tun? Mein Sohn hat auch etwas Probleme. Also der ist so als Jugendlicher, war es zu der Zeit damals wieder ihn zu kiffen, in entsprechende Kreise geraten. Dann kam der Alkohol dazu. Und das ist bei ihm immer auf und ab. Also er hat es mittlerweile halbwegs im Griff. Kiffen ist immer noch ein Thema. Der ist aber auch von Jugend an depressiv. Und das ist was ihm hilft. Also er hat schon viele Pillen ausprobiert, also Antidepressiva und so, mit mäßigem bis saumäßigem Erfolg. Und das ist etwas, wo er einfach sagt, ich brauche nicht die Menge, so wie als Jugendlicher mit ausprobieren und jede Menge, so viel wie geht, sondern wirklich einfach nur was, um runterzukommen, um aus diesen tiefen Löchern rauszukommen und damit zu funktionieren. Und das ist was, Entschuldigung, ja? wo ich sagen muss, also wo ich auch meine Einstellung im Laufe der Zeit zu geändert habe. Als Jugendlichen habe ich gesehen, es macht ihn fertig. Heute sehe ich das anders, weil heute kann er damit arbeiten, kann er sein Leben führen, funktioniert er auch. Und er ist auch mittlerweile in einem Alter, wo er sich sowieso von mir nichts mehr sagen lässt, davon ganz abgesehen. Aber er ist ja längst erwachsen. Wir sehen, Ihre Mutter hatte das Thema, Sie hatten das Thema, jetzt Ihr Kind auch. Kann sowas, Sie haben es ja schon angedeutet, durchaus von Generation zu Generation weitergegeben werden? Die Evidenz, die wir da mittlerweile haben, ist rock solid, kann man sagen. Also wir wissen, Sucht wird vererbt und auch der Konsum selber, also auch die Instrumentalisierung wird vererbt. Und zwar auf zwei verschiedene Weise. Ich erbe die Gene meiner Eltern, was so eine gewisse Empfindlichkeit und Offenheit für die Drogen mit sich bringen kann. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Vererbung. Der Hauptteil ist eine Verhaltensvererbung. Während der Jugend sehen die Kinder, okay, meine Eltern nehmen Substanzen. Egal, wie gut man das versteckt, die kriegen das raus. Und vor allem, was sie sehen, ist, dass das funktioniert bei den Eltern. Das, was Sie angedeutet haben, wo Ihr Sohn gesagt hat, Mama, nimm mal was, damit du wieder normal wirst. Der hat gelernt, okay, meine Mutter hat ein Problem, dann nimmt die Droge XY und damit wird das Problem zumindest mal temporär gelöst. Und das wandert da ins Gedächtnis. Mhm. Und das ist eine Verhaltensvererbung und die wird über Generationen weitergegeben. Und das erklärt uns die hohen Vererbungsraten, also wenn die Eltern Alkoholprobleme hatten, ist die Rate, dass die Kinder das auch haben, deutlich erhöht. Mhm. Was die Kinder oft auch noch erben, sind, sagen wir so, Teile der Probleme der Eltern. Wenn sie sagen, sie hatten immer mit Arbeitsstress viel Probleme, ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre Kinder eventuell auch so einen Charakter haben, dass sie beruflichen Anforderungen oder Stress, starken Stress, nicht so viel entgegenzusetzen haben. Und da ist das Risiko, dass sie dann irgendwann auch in das familiär etablierte Mittel Drogenkonsum reinrutschen, ist dann auch erhöht. Wie ist es bei Ihnen? Sie haben gerade so schön beschrieben, Ihr Miteinander mit Ihrem Mann auch. Wie sehr müssen Sie heute noch wachsam sein, auch, dass Sie keinen Rückfall bekommen in irgendeiner Form? Also ich denke, die Sucht bleibt ja bestehen. Und die wachsam, also ich habe einmal nach 4 Jahren einen Rückfall gehabt und ich habe mir eigentlich damals geschworen, es passiert mir nicht nochmal. Mhm. Und ich merke, ich bin also aktiv in der Selbsthilfe die ganzen Jahre über. Das ist auch was mir sehr, sehr wichtig ist. Und ich merke mittlerweile auch, wenn irgendwo was schiefläuft. Also das sind meine Ängste, die dann plötzlich wieder präsent sind, die dann plötzlich wieder ganz, ganz nah sind. Aber auch mein Körper reagiert dann. Also wenn ich meine Psyche zu lange genug ignoriere, fängt mein Körper an zu reagieren mit allen möglichen Beschwerden. Und das ist etwas, wo ich dann weiß, es läuft was schief oder ich marschiere in die falsche Richtung. Jetzt Vorsicht. Und was ist das, was Sie auch genießen an Ihrem heutigen Leben? Was würden Sie sagen? Baut Sie immer wieder auf und gibt Ihnen auch Kraft?
Ja, das sind so die Kinder, Enkelkinder vor allen Dingen. Mhm. Also wir haben, das sind so meine Tankstellen, pflege ich immer zu sagen. Unsere große Enkelin, die wird 15 Ende des Jahres schon. Als die klein war, sind wir ganz viel da gewesen. Und das war eine Zeit, wo es mir auch insgesamt von der Psyche her nicht so gut ging. Und das hat mir unglaublich geholfen. Also einfach dieses Kind. Und bei diesem Kind habe ich gesehen, was ich zum Beispiel nie hatte, was ich meinen Kindern auch nicht mitgeben konnte. Das war ein Selbstvertrauen. Einfach so ein Urvertrauen. So wie ich bin und das, was ich mache, bin ich in Ordnung, bin ich richtig, bin ich gut. Und die marschiert mit einer Selbstverständlichkeit durchs Leben, dass ich das immer wieder faszinierend finde. Das habe ich nie gehabt, das habe ich natürlich auch meinen Kindern nicht mitgeben können. Aber es ist schön zu hören, dass Sie jetzt das so erfahren. Ja. Und wir wünschen Ihnen allen, dass Sie mit Ihren Enkelkindern und auch mit vielen anderen Menschen immer wieder voll aus dem Leben tanken und auch Lebensfreude mitnehmen. Vielen Dank, Frau Balke. Lucy, wir sprechen über den Verlust Ihres Freundes Tim. Den haben Sie im Sommer vor 2 Jahren näher kennengelernt. Was war so Ihr erster Eindruck von ihm? Ja, Tim war eher ein sehr ruhiger Mensch. Man musste so zu ihm durchdringen, dass er aus sich selber rausbrechen konnte. Mhm. Aber wenn man das geschafft hat, dann, ich kenne keinen Menschen mit so viel Humor, wie er ihn hatte. Mhm. Und wirklich auch so ein reines und gutes Herz, ja. Er war ein bisschen jünger als Sie. Hat das irgendwie eine Rolle gespielt zu Beginn noch für Sie? Ja, also Tim war 2 Jahre jünger als ich. Deswegen habe ich ihn am Anfang auch nie so gesehen wie, oh, er könnte mein Partner werden. Mhm. Es war für mich schon schwierig, aber ich finde immer, oder wenn ich über Tim rede, dann sage ich auch immer, in seinem Kopf war er viel weiter als sein Alter eigentlich schlussendlich. Mhm. Seine Mutter ist übrigens heute auch da. Erstmal herzlich willkommen, Frau Buri, auch hier im Nachtcafé. Sie haben gerade mitbekommen, wie Lucy ihren Sohn beschrieben hat. Welche Worte würden Sie wählen? Puh, also der Tim, der kam schon unkompliziert auf die Welt. Der war ein sehr unkompliziertes Kind. Mhm. Und er war fasziniert von so Zauberei und Magie. Und den Zauberwürfel hat er da ein paar Sekunden da zusammengebastelt. Und Faszination an Zahlen. Mhm. Pi hat er mir aufgezählt, 100 Stellen nach dem Komma. Ich habe das Blatt in der Hand gehabt. Ich so, okay, wow. Krass. Ja. Was hat Sie dann zusammengeführt, Sie beide? Was würden Sie sagen? Waren das gemeinsame Interessen, ob an solchen Zahlen oder woran auch immer? Oder was war das, was Sie vielleicht auch verbunden hat? Ich glaube, so ein bisschen die Neugier fürs Ungewisse. Also ich weiß noch, eines unserer ersten Gespräche war über Meditation. Wir haben, glaube ich, 1/2 Stunde über Meditation geredet und wie man halt auch auf verschiedene Arten meditieren kann, um zum Beispiel in seinem Kopf an ganz andere Orte zu kommen. Genau, und ich glaube auch schlussendlich, unser Humor hat sehr gut zusammengepasst. Wir konnten über Sachen lachen, die kein Mensch verstanden hat, aber wir haben uns verstanden schlussendlich. Und wir konnten uns gegenseitig, glaube ich, auch helfen, also vor allem ich ihm auch aus sich auszubrechen. Ja. Sie kannten sich schon so ein bisschen, da hat er Sie auf eine Techno-Party eingeladen. Was war das für eine Party? Können Sie uns das nochmal so beschreiben? Wie war da die Atmosphäre? Ja, also die Party, die wurde organisiert von so einem Jugendverband. Also das war alles sehr legal organisiert und auch sehr schön gestaltet. Es gab Getränke, es gab DJs, es gab Lichter, Deko. Es war in einem Wald bei einer Lichtung. Genau, und ja, dann sind wir halt da hingegangen. Es kamen dann auch noch andere Freunde von uns mit. Sind wir tanzen gegangen, Musik hören gegangen, genau. Gehörten denn Drogen auch dazu? Weil das ist ja unser Thema auch heute. Gehörten die dazu für ihn, für Sie, für die Clique? Ja, also ich muss sagen, auf solchen Techno-Partys, vor allem die Outdoor-Partys in Wäldern, das ist einfach so, man kann in die Augen gucken von den Menschen und jeder hat solche Pupillen. Mhm. Es schmeckt auch überall sehr stark nach Gras und das gehört schon einfach zu der Szene auch dazu. Mhm. Natürlich gibt es immer solche Menschen, die nichts konsumieren oder vielleicht nur etwas trinken oder vielleicht nur etwas rauchen. Aber Drogen sind schon immer sehr stark präsent. Also es war auch für Sie eigentlich was Selbstverständliches und für Ihre Freundin und so, dass wenn man zu einer Party geht, dass dann Substanzen dabei sind. Was waren das so für Substanzen, die da eine Rolle gespielt haben? Ja, also auf Techno-Partys gibt es halt vor allem viel MDMA-Ecstasy, oder? Mhm. Auch Kokain, Amphetamine, Ketamine, alles durchgemischt, LSD. Durchgemischt auch? Warum werden so viele Dinge auch durcheinander offenbar immer mehr konsumiert? Also Wenn man feiern geht, kann man sagen, strukturiert sich ja so ein Abend in verschiedene Phasen. Also
ich muss erst mal ein bisschen locker werden. Ich nehme dann Sachen, womit man gut sozialisieren kann, ja, also die mich ein bisschen lockerer machen. Dann in der Regel tanzen. Ich will lange tanzen, also brauche ich was Stimulierendes, was meine Wachheit hochhält. Und nach einer Weile will ich halt vielleicht auch wieder runterkommen. Also dann brauche ich etwas, was mich dämpft. Und das Ganze passiert vielleicht in wenigen Stunden. Also die Leute konsumieren das dann hintereinander. Wenn man eine Blutprobe nehmen würde, sieht man alles noch drin, aber es ist nicht gleichzeitig genommen worden, sondern quasi in einer gewissen Wirkungssequenz mit sehr fokussierter Zielvorgabe, was man in dem Moment haben wollte. Irgendwann sind Sie dann ja immer enger als Paar auch zusammengekommen. Wie viel Zeit haben Sie miteinander verbracht? In der Beziehung? Oder? Ja, in der Beziehung, als Sie dann schon zusammen waren. Ich glaube, die Nächte, die wir in der ganzen Beziehung nicht nebeneinander verbracht haben, könnte man an einer Hand abzählen. Also Sie waren schon wirklich so ganz eng. Ja. Ja. Waren Sie sich denn bewusst, dass da ein Risiko mit verbunden ist? Ich glaube, jede junge Person oder auch jede ältere Person, die Drogen nimmt, weiß, was passieren kann. Man hört es immer wieder in den Medien und man hört es von Geschichten. Aber man blendet das wie aus, man ignoriert es einfach. Sie haben gesagt, Tim hat sich auch sehr stark mit den Inhaltsstoffen der Drogen beschäftigt. Hätten Sie gedacht, wenn jemand das im Griff hat, dann er? Auf jeden Fall. Ja? Also Tim kannte jeden Beitrag, den es gab, jedes Video. Er hat mir auch ständig irgendwelche Videos gezeigt und wusste über die Kombinationsmöglichkeiten, was, wie viel. Und er war wie ein Lexikon, sag ich immer gerne. Ich meine, Sie haben ja gesagt, Sie gehen auf Partys, da spielten die eine Rolle. Aber Sie haben ja auch eine intensive Beziehung gehabt. Sie haben über Themen gesprochen, Sie waren sich nah. Haben Sie auch mal in irgendeinem Gespräch darüber nachgedacht, wie es wäre, ohne Drogen zu sein, da mal rauszugehen? War das mal Thema zwischen Ihnen? Ja, auf jeden Fall, vor allem gegen Ende unserer Beziehung. Ich muss halt dazu auch einfach sagen, dass unsere Beziehung nicht nur aus den Drogen bestand, sondern dass das vielleicht alle 2-3 Wochenende mal ein Thema ja war, falls überhaupt. Und da kam natürlich immer wieder der Gedanke, das zu reduzieren und dem entfernt fern zu bleiben. Also hatte er auch den Gedanken, war er da auch so aufgeschlossen? Ja. Ja. Und was war das, wenn Sie es nochmal beschreiben, in den 2 Wochen, wo Drogen eben gar keine Rolle hat, was haben Sie dann gemacht? Was hat Ihre Beziehung ausgemacht? Normale Sachen, Museumsbesuche, einkaufen gehen, am Rhein sitzen, schwimmen gehen. Wir haben halt auch viel zusammen in der Bibliothek gesessen und gelernt für die Schule. Mhm. Essen gehen, solche Sachen. Kann man Drogen kontrollieren? Also ich scheue mich zu sagen, aber ja? Nicht alle und nicht jede Persönlichkeit kann das, aber sehr viele Menschen können bestimmte Drogen recht gut kontrollieren. Haben Sie trotzdem einen Preis? Die Drogen? Ja. Jede Droge hat einen Preis. Das kann man mit Sicherheit sagen. Selbst jemand, der sehr kontrolliert, wenn man unsere Volksdroge Alkohol trinkt, wie WHO-Empfehlung, ein Glas Weißwein pro Abend für eine Frau, auch das hat einen Preis. Mhm. Das ist allerdings so, dass dieser Preis mitunter erst sehr spät fällig wird im Leben. Also dieser WHO-Konsum wäre zum Beispiel, ich habe eine etwas kürzere Lebenserwartung und gegen Ende des Lebens sinkt die Qualität meines Lebens ein bisschen. Mhm. Aber ich habe wahrscheinlich nicht auf dem Weg dahin mit negativen Konsequenzen zu rechnen, habe aber durchaus einen Gewinn, der sofort da ist, wie zum Beispiel einen schönen Abend auf so einer Party. Ne? Dann kam der Beginn der Sommerferien. Was hatten Sie so geplant in den Sommerferien? Ja, also wir wollten zuerst auf ein Techno-Festival gehen. Ich hatte Tickets dafür gewonnen. Und dann wollten wir von dort aus über Liechtenstein, über die Dolomiten bis an die italienische Küste fahren mit einer Matratze, einem Zelt und ein bisschen Geld im Kofferraum. Und dann jeden Tag spontan entscheiden, wo man schläft, wo man ist, was man macht, genau. Mhm. Dann kam der Abend des 2. Juli im letzten Jahr. Welche Erinnerungen haben Sie noch an den Abend? Also Sie haben da, glaube ich, auch Drogen besorgt bei einem Dealer. Ihr Freund war aber nicht derjenige, der es irgendwo gekauft hat, sondern es gab so Stammdealer, mit dem er, glaube ich, zu tun hat. Wie ging der Abend dann weiter? Ja, also wir sind halt zuerst, also wir waren halt zu Hause, bei ihm zu Hause und haben halt den Tag verbracht. Und irgendwann am Abend haben wir dann gefunden, ja, wir holen noch etwas. Und dann sind wir halt mit der Straßenbahn, sag ich jetzt einfach mal, sind wir in den nächsten Ort gefahren, haben dort diesen Dealer getroffen und dann sind wir zurückgefahren, haben dann auf dem Nachhauseweg noch unseren Spaß gehabt mit einer Schule, die offen stand. Mhm. Und ja, irgendwann sind wir dann zu Hause angekommen. Was hatte er dann genommen? Also sicher Benzodiazepine, dann Kokain, Cannabis, ja.
Und Sie, hatten Sie auch was genommen, oder? Ja, auch. Auch. Das Gleiche oder weniger? Nicht das Gleiche. Nicht das Gleiche. Und welche Erinnerungen haben Sie dann weiter an den Abend? Sie sind ja dann irgendwann nach Hause. Ne? Also viel passiert ist nicht mehr. Ich weiß noch, am nächsten Tag wollten wir seine Haare schneiden. Er hatte so immer ganz kurze Haare. Mhm. Und er hatte vor kurzem Geburtstag und hatte von seinem Vater so eine Rasiermaschine geschenkt bekommen. Und aus Spaß hat er die dann geholt und hat sich hinten einmal durch die Haare so einen Strich abrasiert. Mhm. Genau, und viel mehr ist an diesem Abend nicht mehr passiert. Irgendwann bin ich dann eingeschlafen, ja. Und als Sie aufgewacht sind? Also ich bin das erste Mal aufgewacht und da lag er dann auf dem Boden in seinem Erbrochenen. Ich habe dann, so wie ich es gelernt hatte, einen Nothelferkurs, habe ich als erstes den Puls kontrolliert, habe ihn ein bisschen sauber gemacht, stabile Seitenlage. Und ich meine, selbst von Alkohol gibt es viele Menschen, die sich übergeben müssen. Da denkt man sich in dem Moment noch nicht viel und dann bin ich halt wieder schlafen gegangen, ja. Und dann, wenn Sie drüber reden wollen, also natürlich nur, wenn Sie möchten, wie ging es dann weiter? Also ich bin dann das nächste Mal aufgewacht und da habe ich dann schon gesehen, dass wirklich kein Leben mehr in diesem Körper war. Die Hände waren blau und verkrampft, die Lippen waren blau, der lag auch auf dem Boden in einer sehr unnatürlichen Position. Durch das, dass ich das gesehen habe, hatte ich als erstes meinen besten Freund angerufen. Das Telefonat ging keine 13 Sekunden und dann habe ich die Ambulanz angerufen. Ich habe dann ihn probiert, also mir wurde dann gesagt, ich soll ihn auf den Boden legen, die Beine ausstrecken. Die Beine waren aber schon zu starr, um sie auszustrecken. Dann habe ich ihn halt reanimiert. Das Spital ist, also das Krankenhaus ist nicht sehr weit entfernt von seinem Zuhause. Es kam, ging dann relativ schnell, bis die Ambulanz kam und irgendwann dann ein weißes Tuch über seinen Körper gelegt hatte. Konnten Sie da überhaupt noch was denken oder war das einfach nur Schockzustand? In so einem Moment macht man nur. Da bleibt keine Zeit für Gedanken. Mhm. Ja. Woran ist Tim genau gestorben? Wissen Sie das heute? Naja, also der Autopsiebericht hat bei uns einige Fragen noch offen gelassen. Es war schlussendlich eine Überdosis, wahrscheinlich auch die Mischung. In seinem Blut wurde auch noch Morphin gefunden, welches wir gekauft hatten, aber wo ich nicht mitbekommen hatte, dass es konsumiert wurde. Also hat er sich halt wahrscheinlich die tödliche Dosis gegeben, als ich nebendran geschlafen habe. Und denken Sie manchmal, das hätte auch Sie treffen können? Ist das auch manchmal in Ihren Gedanken drin? Ja, also mittlerweile denke ich nicht mehr so oft darüber nach, aber es gab eine Zeit, da hat mich das sehr, also hat mich das sehr belastet. Der Gedanke, es hätte mir passieren können, anstatt ihm. Mhm. Aber auch der Gedanke, es hätte nur, also nur mir passieren können, was halt, ja, so der Gedanke, was wäre passiert, wenn es uns beiden passiert wäre oder wenn es mir anstatt ihm passiert wäre oder, ja. Es ist so sehr, sehr viel wenn, was wäre gewesen. Geht Ihnen das, Frau Buri, auch manchmal so durch den Kopf, dass Sie an die Nacht denken und denken, ach, was wäre, wenn er diese Pille nicht genommen hätte oder wenn man ihn irgendwie früher gefunden hätte? Gehen Ihnen solche Gedanken durch den Kopf? Ich denke darüber nach, wäre ich vielleicht 2 Stunden früher zu Hause gewesen. Mhm. Wir waren an diesem Wochenende nicht dort. Wir waren mit dem Camper unterwegs. Sie hatten sturmfrei. Mhm. Und ich hatte um 12 herum noch überlegt, fahren wir jetzt schon nach Hause oder gehen wir noch einen Kaffee trinken? Mhm. Und dann sind wir halt irgendwo noch rangefahren, haben noch einen Kaffee getrunken und dann die Zeit vertan. Und natürlich denke ich, hätten wir das jetzt nicht gemacht? Mhm. Vielleicht, eventuell. Hatten Sie sich denn Sorgen um ihn in den Wochen davor gemacht oder haben Sie gedacht, ach, das, er hat es im Griff irgendwie? Tatsächlich habe ich gedacht, er hat es im Griff, weil der Tim war nicht so der Suchttyp, er war Klassenbester. Er hat nicht die Anzeichen gehabt, dass er irgendwo zu Hause rumhängt und unter Drogen steht. Ich hatte ihn vor kurzem dann zu seiner Freundin gefahren und dann habe ich gesagt, hey Tim, wie ist denn das jetzt mit Drogen? Er meinte, hey Mama, das ist viel besser jetzt so mit Lucy. Ich weiß, was du dir damals für Sorgen gemacht hast. Es ist jetzt viel besser geworden. Wow. Und dann habe ich natürlich gedacht, okay, Sie hatten ja auch schon drüber geredet, wie es wäre, auszusteigen. Wie ging es Ihnen dann in den nächsten Wochen darauf? Konnten Sie überhaupt was machen? Also, wie gesagt, ich hatte Ferien. Das heißt, ich hatte absolut keine Verpflichtung. Das war kontraproduktiv eigentlich, weil dadurch hatte ich wirklich die Zeit, einfach meine Trauer, meine Depression auszuleben. Ehrlich gesagt, hatte ich ganz lange keine Erinnerung an die 2 Wochen. Also, mir haben Freunde erzählt, dass ich sie getroffen habe, dass ich telefoniert habe mit ihnen und ich erinnere mich kein Stück daran. Stück und Stück, vor allem während meiner Abiturarbeit, wo ich das Thema behandelt habe, habe ich mich probiert, an diese Zeit zu erinnern. Und es kam vielmehr ein Gefühl anstatt in einzelne Erinnerungen hoch. Einfach, ich beschreibe das immer so als gegenteiliges Koma irgendwie, ein Wachkoma. Als Gefühl, da zu sein und nicht da zu sein. Ja. Haben Sie sich denn jetzt in den
in all den Monaten, in den Jahren, das ist jetzt her, wobei so lange ist es noch nicht her, haben Sie sich in dieser Zeit auch oft miteinander ausgetauscht? Wie ist Ihre Verbindung? Ja, jetzt kleben wir irgendwie aneinander. Ja, ja, tatsächlich ist unsere Beziehung sehr intensiv geworden. Weil wir wissen auch, wie wir uns gegenseitig verstehen, was andere vielleicht nicht verstehen, ja. Was bedeutet Ihnen das, so eng mit seiner Mutter zusammen zu sein, mit Frau Bubel? Also ohne sie wäre ich nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin, das muss ich schon sagen. Also ich glaube, wir haben uns beiden sehr gut durch die Trauer helfen können oder helfen uns immer noch durch die Trauer und durch den Verlust. Und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass in so viel Negativität auch etwas Positives dabei sein kann. Wie geht? Ja. Wie geht's Ihnen denn heute, wenn Sie sagen, ich wäre nicht da, wo ich jetzt bin? Wie geht's Ihnen? Wo sind Sie? Also, die Umstände in meinem Leben haben sich sehr, sehr viel geändert und das war für mich auch sehr positiv. Zum Beispiel bin ich diese Woche umgezogen und an einen neuen Ort zu kommen, an einen Ort, wo es noch nicht diese Erinnerung gibt, das hilft sehr, weiterzugehen. Man sagt ja immer so schön, dass nicht die Trauer verschwindet, sondern dass man lernt, mit der Trauer zu leben. Und das ist wirklich so, das braucht einfach seine Zeit, aber es sind immer noch die Momente, die wehtun und wo man an ihn denkt. Aber Stück und Stück lernt man einfach, diese zu akzeptieren. Und manchmal ist man auch dankbar für die Trauer, dass man sich genau kann daran erinnern, was einem fehlt. Welche Einstellung haben Sie heute zu Drogen? Ja, also Tim ist das beste Beispiel. Er wusste wirklich mehr als jeden Menschen, den ich kenne, über Drogen. Und man sieht ja, was passiert ist. Und ich finde einfach, jeder Mensch sollte probieren, sich zu informieren und am besten sich fernzuhalten davon und wirklich wissen, was man tut und auch nie alleine etwas tun und sich auch Hilfe suchen, wenn man merkt, dass irgendetwas die Grenzen überschreitet. Dass Sie heute hier sind, hat das auch was damit zu tun, dass Sie andere vor seinem Schicksal sozusagen bewahren wollen? Ich hoffe natürlich, dass ich irgendjemanden oder zumindest zwei Personen davor bewahren kann, mein oder sein Schicksal zu haben, weil das ist das Schlimmste, was mir je widerfahren ist. Und das ist auch nicht, ich bin nicht die einzige Person, die das erleben muss. Und ich hoffe einfach, mit meinen Aussagen hier vielleicht jemand die Augen öffnen zu können. Und geht's Ihnen beiden in gewisser Weise auch darum, ihm weiter einen Platz in Ihrem Leben auch zu geben? Dadurch, allein dadurch, dass Sie beisammen sind und miteinander reden? Ja, also ich gucke manchmal hin und denke, ah, Tim, ich helfe Lucy ein bisschen, ich unterstütze sie. Irgendwie so, ja. Wie ist das für Sie? Ist er durch diese Verbindung auch weiter einfach noch da für Sie? Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, Maike und auch Tims Bruder erinnern mich so oft an Tim. Und ja, einfach auch, ich muss sagen, ich bin sehr oft bei Maike zu Hause. Ich war mit Tim auch dort und einfach diese Nähe zu spüren, das tut manchmal ganz gut. Ich glaube, wir alle empfinden das so. Es ist einfach sehr, sehr traurig, dass so eine intensive Liebe, wie Sie sie gehabt haben, auf diese Weise beendet wurde. Und ich glaube, wir können uns alle gar nicht vorstellen, was es bedeutet, einen Sohn zu verlieren, auch in diesem Alter einen Sohn zu verlieren. Aber gut, dass Sie beide immerhin in der Liebe zu ihm verbunden sind und jetzt schon auch ein Stück gegangen sind auf dem Weg. Vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie da sind. Jetzt fragt man natürlich, was kann man tun? Das, was Sie tun, ist ja auch ein Stück Aufklärungsarbeit. Ist das auch ein Kern, dass man sagt, ja, wir müssen einfach in Schulen präsent sein, in Jugendzentren oder wo auch immer und was sagen, darüber reden, was es bedeuten kann? Also ich denke, das ist genau richtig und das, was Sie machen hier, ist sehr wichtig und wertvoll, anderen davon zu erzählen, was passieren kann. Das sind gefährliche Drogen, das muss man mal ganz klar sagen, auch wenn manche Menschen das gut handeln können, zumindest teilweise, diese Substanzen. Eine unkontrollierte Überdosierung kann relativ schnell zum Tod führen bei sehr vielen Substanzen. Die Sinn von ihrer Herkunftsart sind das Gifte, sehr viele. Opiate, Morphin, Kokain sind Pflanzengifte gegen Fressfeinde. Also die sind von der Natur dafür gemacht, dass im Prinzip jemand stirbt, so hart wie das klingt. Warum kommen wir dann an diese Substanzen so schnell ran? Das ist eine gute Frage.
die meisten Menschen wissen, vor allem Ihr Freund wird es ja auch gewusst haben, welche Gefahren da, wenn er sich so gut informiert hat, welche Gefahren da mitschwingen und was da passieren kann. Da gibt es ein paar Dunkelpunkte mit diesen Substanzen. Sie hatten es ja aufgezählt, was da gefunden wurde. Da waren illegale Substanzen dabei. Und da haben wir das Problem, die sind halt nicht rein, in der Reinform, wo ich mir dann durchlesen kann, okay, die Wirkung ist so und so, die Risiken sind so und so. Nein, die sind gestreckt mit verschiedensten, völlig unbekannten Substanzen, von denen ich die pharmakologische Wirkung auch überhaupt nicht vorhersagen kann. Vor allem, wenn ich die mische mit einer anderen Substanz, die auch nochmal gestreckt ist. Selbst die besten Pharmakologen können das nicht vorhersagen, was dann passiert. Und die Warnung, ich denke, das auch in Ihrem Sinne, die man da aussprechen muss, ist, diese Sachen, wenn man es denn schon probieren will, nicht wild mischen, ne, weil das Risiko potenziert sich ins Unermessliche, ne, wenn man diese Substanzen zusammen einnimmt. Ne, das Beste ist natürlich, auch beim Feiern darauf zu verzichten, aber wenn man es denn gerade in der Jugend ist, das durchaus durch die Neugier begründet, so ein experimenteller Konsum macht, informieren ist das Beste, auch über Konsumgründe und Ziele informieren, das wird alles verbessert und ja, auch schon in den Schulen anfangen, weil in dem Alter, Pubertät, Jugend, da fangen die Menschen an, damit zu experimentieren. Das ist erstmal alles noch überhaupt keine Sucht, das ist nur experimenteller Konsum, zu schauen, was für Welten eröffnet das für mich. Und im zweiten Durchgang guckt man dann, kann ich das für irgendwas gebrauchen? Aber soweit war das. Mit Ausnahme des Feierkontexts, der dadurch befördert wird, aber ansonsten sicherlich noch nicht. Aber das ist der Zeitpunkt, wo die Information einsetzen muss. Mhm. Ja. Spätestens. Spätestens. Genau. Wenn wir bei denen sind, über die man an Drogen kommt, dann sind wir auch bei Ihnen, Herr Petersen. Sie sind im Knast gelandet, weil Sie im großen Stil mit Drogen gedealt haben. Mittlerweile führen Sie ein anderes Leben. Das muss man schon mal sagen. Wie gut können Sie sich noch hineinversetzen in den Dealer, der Sie mal waren, in den Menschen, der Sie damals waren? Ja, ich habe auf jeden Fall ein sehr reflektiertes Bewusstsein über den alten Menschen, der ich mal war. Wie war dieser alte Mensch? Wie würden Sie ihn beschreiben? Mit Eigenschaften? Auch da sind das Phasen gewesen. Mhm. Also es war nicht von Anfang an der ich dann am Ende war von dieser Karriere. Am Ende war es wirklich ein Mensch, den ich nicht mehr selber wiedererkannt habe. Sehr egoistisch. So egoistisch, dass mir durch das Leben, was ich gelebt habe, nicht nur vielen Menschen Leid angetan habe durch die Drogen, die ich verkauft habe, sondern auch meiner eigenen Familie es ganz, ganz schwer gemacht habe. Ich bin Einzelkind. Meine Eltern. Sie sind eigentlich behütet aufgewachsen. Ja. Wann kamen die Drogen ins Spiel und wodurch? Ja, also die kamen auch selber durch Konsum. So mit 14, 15, 8. Klasse war das, glaube ich, wo viele auf der Schule anfingen zu kiffen. Also und Sie wollten dabei sein? Ja, ich war, wenn es um sowas ging, also was ich immer auf jeden Fall war, ich war ein Draufgänger, mhm, und wollte immer, wenn es irgendwie damals auch schon als Kind oder als Schüler, wenn irgendwo Mist verzapft wurde, war ich immer an erster Stelle. Und so war es auch dann diese Neugierde nach Drogen. Die anderen kiffen, haben das schon mal ausprobiert. Ich probiere das auch mal aus. Und eigentlich ab dann bin ich mit dem Kiffen angefangen und habe es auch eigentlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt durchgeführt. Also der Konsum war eigentlich letztendlich so der Start von all dem. Das war der Start, mhm, aber dann kam das Drogenverkaufen dazu. Mhm. Wie kam es dann dazu? Was? Ja. Also in der Gegend, wo ich aufgewachsen bin, das ist ein sehr behüteter Vorort von Flensburg, ist aber sehr nah dran an einem Brennpunkt, sagen wir mal so. Flensburg ist jetzt nicht die Weltstadt, aber dennoch ein Teil der Stadt, wo ziemlich viel passiert. Und mit den Jungs dort habe ich viel gekickt immer. Und da waren dann auch so die Drogenumschlagsplätze oder die Wohnungen, wo sowas verkauft wurde. Und die Leute, mit denen ich auf der Schule war und gekifft habe, manchmal in den Pausenhöfen in dem Park gegenüber, die kamen nicht an
das Gras ran und dass ich rankam. Und so war es eigentlich, hey, nimm mir doch mal was mit und so, du hast immer so gutes Gras. Und es war eigentlich erstmal so, dass ich einen Gefallen getan habe und so meinen eigenen Konsum letztendlich irgendwie bezahlen konnte, weil ich das natürlich, wenn ich ein bisschen mehr gekauft habe, günstiger bekommen habe. Also so ging das, hat das natürlich gerattert im Kopf und habe so gemerkt, dass ich da meine erste müde Mark so mit verdienen kann. Aber haben da schon ein Geschäft gewittert? Genau, es ging dann so langsam los, dass sich ein Geschäft entwickelt hat, weil plötzlich kam dann irgendjemand an der Schule und sagte so, hey, da auf meinem Dorf, da gibt's gar nicht sowas, kannst du mir nicht mal 50 Gramm mitnehmen? Und plötzlich ging das dann von 10er-Packs auf 100-Gramm-Packs und irgendwann sehr in jungen Jahren schon, so mit 17, 18, bin ich dann wirklich im großen Stil im Kilobereich dann auch... Es wurde immer mehr. Sie sind dann nach Hamburg gezogen, hatten auch gute Kontakte in ziemlich in unterschiedliche Kreise. Wie würden Sie die Welt beschreiben, in der Sie da zu Hause waren? Ich war schon seitdem ich 10 Jahre alt war, verliebt in den Hip-Hop. Ich war also in so einer Rap-Szene drin, wo auch Drogen natürlich sehr viel glorifiziert werden in den Songs von den Idolen, die man hatte. Das heißt, ich habe irgendwann auch selber Rap gemacht. Das heißt, man war so in dieser Szene drin, wo, wenn du in so einem Club gekommen bist, der ganze Club nach Gras gestunken hat. Also das gehörte irgendwie dazu. Auch so ein bisschen Gangster sein, oder? Auch das Gangster sein, diese Gangster-Allüren, die auch einem in diesen Songs letztendlich so vorgespielt werden. Man will so sein wie die Idole. Und die Realität war zu einem gewissen Zeitpunkt, aber ich war ein Junge aus einer Kleinstadt, aus einem behüteten Elternhaus, bin dann aber mehr und mehr irgendwie in diese Rolle auch reingewachsen, spätestens dann, als ich auch nach Hamburg gezogen bin. Ich bin eigentlich nach Hamburg gezogen, weil ich dort einen Vertrag unterschrieben hatte bei Viktoria Hamburg und vierte Liga in der Oberliga gekickt hatte. Also Sie haben beides gemacht, was? Ein Doppelleben, kann man sagen. Sie waren, glaube ich, auch Lehramts. Ich habe Lehramt studiert auch, ja. Und Fußball gespielt. Und auf der anderen Seite waren Sie der gefährliche Dealer in der Szene? Ich habe viele Doppelleben geführt. Vor meinen Eltern war ich so der Normalo, der vielleicht ein bisschen hier und da mal Draufgänger ist. Bei den Fußballjungs war ich der Fußballer. Bei den Rap-Jungs war ich der Rapper. Und auf der Straße war ich dann halt der mit den Leuten, die Geschäfte gemacht hat. Und wenn ich Ihre Oberarme sehe, haben Sie auch Gewalt eingesetzt? Irgendwann gehört auch Gewalt dazu, ja. Hm. Ist das auch ein Teil, den Sie heute nicht mehr mögen, wenn Sie zurückschauen? Auf jeden Fall nicht. Also ich habe mit dem alten Menschen, der ich war, komplett abgeschlossen. Ich kann heute wirklich in vollster Überzeugung und Autorität sagen, ich bin ein neuer Mensch, dank Jesus Christus. Wie es dazu kam, kommen wir noch dazu. Aber haben Sie auch darüber nachgedacht, in dieser Zeit, als Sie der alte Nils Petersen waren, dass auch Menschen an Drogen zugrunde gehen? Also das ging auch schleichend so los, ne? Das ging halt los mit Gras und da hast du halt nicht so jetzt gesehen, dass du das Leben von anderen kaputt machst, weil das hat irgendwie jeder dort auch im Freundeskreis genommen. Als wir dann auch auf Partys gegangen sind, teilweise auch auf Techno-Partys und da wir auch härtere Drogen konsumiert haben, wie Ecstasy und Speed und Kokain, was man selber auch alles konsumiert hat. Es sind alles Drogen. Ja, man hat mal was erlebt, dass vielleicht jemand auf einer Techno-Party eine Zunge verschluckt hat, weil er eine Pille eingeschmissen hat oder so. Aber man hat das Leid nicht so nah gesehen. Es waren eher irgendwie so Feier-Drogen, die man dann auch selber verkauft hat. Und irgendwann, so mit 17, 18, sagte ich ja, war ich schon sehr schnell auch in einem sehr großen Stil, sodass ich auch mit den Endkunden nachher gar nicht mehr so den Kontakt hatte. Auch da also dieses Leid gar nicht so mitbekommen habe. Wie wirkt das auf Sie? Also wenn man jetzt überlegt, was es bewirkt, was das auch mit Menschen macht, dass es da auf der anderen Seite so eine Szene gibt, die das gar nicht so mitkriegt, was das auslöst, wenn Sie damit handeln? Das macht einem Angst. Macht Ihnen Angst? Ja. Mhm. Weil? Das Unkontrollierte, das Unkontrollierbare macht mir Angst, wenn ich mir vorstelle, mein eigener Sohn oder zwei Söhne kämen unter den Einfluss eines solchen Mannes, hätte ich Angst. Nun ist es so, irgendwann ist die Polizei auf Sie aufmerksam geworden. Also für Sie wurden die Räume auch enger, weil Sie unter Beobachtung standen. Sie sind dann nach Kolumbien, haben dort versucht, ins Geschäft zu kommen, haben dort auch mit einem Geschäftspartner eine Disco aufgemacht. Zu welchem Zweck?
Ja, also die Disco war eigentlich zum Hauptzweck zum Geldwaschen. Ihr Partner ist dann ermordet worden. Wie ist das passiert? Ja, mein Partner war ein renommierter Anwalt in der Stadt, in Medellin, wo ich gelebt habe zu der Zeit. Und ich weiß es nicht ganz genau, aber ich denke, er war auch in vielen Dingen beteiligt, was vielleicht sogar an Geldwäsche für das Kartell oder so angeht. Er wurde letztendlich in seinem Apartment mit 44 Messerstichen von zwei jungen Männern erstochen. Drei Tage später wurde er gefunden und ich war so der Vierte, der an dem Tatort dann ankam, als ich Bescheid bekommen habe und habe gesehen, wie er in einem Zigzag-Bag rausgetragen wurde und die Wohnung war einfach voller Blut und stank, weil er drei Tage schon dort lag. Ne? Was hat das in Ihnen ausgelöst? Hat das auch sowas ausgelöst, das hätte mir gelten können? Jetzt muss ich aber mal umdenken oder war das gar nicht der Fall? Doch, es gab lichte Momente, immer mal wieder. Aber ich war einfach viel zu tief drinne in dem Ganzen und ich war auch immer so ein Stückchen davon entfernt, das richtig, richtig dicke Geld zu machen. Und das war letztendlich immer das, was einen so getrieben hat, diese Illusion. Nachher war es dann doch das Einkommen, was einen dann mehr und mehr getrieben hat. Und anfangs ist es auch alles so eine, also wenn du anfängst damit, du hast Geld, die Leute, die haben Respekt vor einen und du bist hoch angesehen. Aber irgendwann, wenn es so weitergeht, dass spätestens die Polizei auf einen aufmerksam wird und Observation 24/7 ist und Dinge einfach im Umfeld passieren, wo Leute abgezogen werden, vielleicht sogar angestochen werden oder Leute, mit denen man zusammenarbeitet, hochgenommen werden oder so wie in Kolumbien wirklich auch Leute daran sterben, die in solchem Milieu sind. Das Karussell, man steigt ein, es dreht sich immer schneller und irgendwann steigst du entweder gar nicht mehr aus oder nur noch mit einer Bruchlandung. Und das macht nachher überhaupt gar keinen Spaß. Also ich kenne keinen, der wirklich richtig dick im Geschäft ist, der sagt, das macht Spaß, sondern all die, die wirklich so tief in diesen Ganzen drin sind, die möchten eigentlich nur noch raus. Sie steckten so tief drin, dass es irgendwann auch zu einer Verhaftung kam. Ja. Sie sind dann in ein berüchtigtes Gefängnis in Bogotá gekommen, La Modelo. In diesem Gefängnis haben Sie dann aber einen Pastor getroffen, sind ihm begegnet. Mhm. Und der hat Ihnen neue Wege eröffnet. Sie haben sich auch taufen lassen im Gefängnis. Ja. Was hat das in Ihrem Leben verändert? Es hat alles verändert. Es hat diese Hoffnung des Evangeliums, die Hoffnung von Jesus Christus, das ist eine Hoffnung, es ist ein Glaube, der alles neu macht in einem. Der wirklich das Alte sein lässt und etwas Neues ist geworden. Und das kann ich wirklich mit Überzeugung sagen. Heute sitzt ein neuer Mensch hier. Der alte Nils Petersen ist mit Jesus Christus am Kreuz gestorben. Denn das ist nämlich genau das, was das Evangelium ausmacht. Dass wer daran glaubt, dass Jesus Christus auf diese Welt kam, um für unsere Fehler, für unsere Schuld am Kreuz zu sterben und da kann sich, glaube ich, jeder an die eigene Nase fassen. Ich habe vielleicht viel mehr gesündigt als viele andere. Und ich habe es zutiefst bereut. Und ich habe um Vergebung gebeten, bei Gott in erster Linie. Aber auch natürlich in dem, was ich jetzt mache, diese Präventionsarbeit gegen Kriminalität und auch gegen Drogen, möchte ich in gewisser Weise auch wieder eine Gutmachung machen. Das ist erstmal ein guter Vorsatz. Sie sind heute ja auch Vater von zwei Kindern. Haben Sie selbst Angst, dass Ihre Kinder mal so einen Weg gehen können und Sie ohnmächtig mehr oder weniger daneben stehen? Definitiv. Ja? Auf jeden Fall. Also ich denke, jede Eltern, die ihre Kinder lieben, haben diese Angst. Gerade jetzt sind noch ganz andere Drogen unterwegs, als die, die man selber damals irgendwie konsumiert hat. Viel stärkere Drogen noch. Und ich denke, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig. Vertrauen, Kommunikation mit den Kindern, also schon relativ auch durch die Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat, kriegt meine 5-jährige Tochter, die jetzt bald 6 wird, das natürlich auch schon sehr mit. Und ich erzähle natürlich viel von dieser Geschichte, die Gott mit mir geschrieben hat. Und sie bekommt das mit, dass ihr Vater im Gefängnis war und warum und dass das schlecht war, was ich gemacht habe und dass Menschen unter Drogen wirklich auch
ihre Leben zerstören werden. Und das sind, ich denke, Kommunikation mit den Kindern ist sehr, sehr wichtig, schon im frühen Alter. Vielen Dank, Herr Petersen, dass wir Sie kennenlernen durften. Nun haben wir gerade gehört, dass Sie gesagt haben, das macht auch Angst, dass es da dieses Geschäft dahinter gibt und dieses Unkontrollierbare gibt. Wie groß ist diese Industrie, Herr Müller, und wie viel Leid verbreitet sie auch, nicht nur in Deutschland? Also die Drogenindustrie ist natürlich eine viele Milliarden schwere Industrie weltweit. Also da kann man jetzt Deutschland nicht als Einzelort sehen. Und wir haben, Teil dieser Industrie ist legal für Alkohol und Nikotin, wo sich die Gesellschaft geeinigt hat, ja, die sind zwar gefährlich, aber wir akzeptieren das. Und allein die Alkoholindustrie ist schon sehr groß und milliardenschwer. Und demgegenüber haben natürlich einen Markt für illegale Drogen, der eben auch aufgrund der Illegalität, dass die natürlich auch teuer macht, eben auch riesengroß ist. Wir wechseln noch mal die Perspektive auf das Thema. Drogen zu Therapiezwecken, das ist in Deutschland noch ein relativ neues Feld. Frau Dr. Sievert-Fischer, Sie haben sich einer kontrollierten Drogentherapie unterzogen. Aber bevor wir dazu kommen, noch mal ein Stück zurück. Denn Sie waren auch vor noch gar nicht langer Zeit auf eigene Faust in Peru, haben sich dort auf den Weg in den Dschungel gemacht, um eine starke psychedelische Droge zu probieren. Wie kamen Sie da drauf? Ich glaube, viele hier kämen jetzt nicht auf den Gedanken. Wie kamen Sie da drauf? Man sagt, Ayahuasca ruft einen. Die Pflanze ruft einen. Ja. Aber das ist natürlich so, die hat mich nicht einfach so gerufen. Ich war auf dem Weg, mich zu heilen praktisch. Dazu muss ich sagen, ich hatte keine Mutterliebe, überhaupt keine, aus zwei Gründen. Meine Mutter war nicht meine Mutter, was ich nicht wusste, habe ich erst erfahren, als mein Vater tot war, sondern von einer anderen Frau, von meinem Vater, der Arzt war, geholt und meiner Mutter, meiner Sozialmutter, aufs Bett gelegt worden. Das Bild gibt es. Und ich wurde groß mit dieser Mutter und die Mutter hat mich gehasst. Und das ist furchtbar. Was hat das hinterlassen? Hat das eine Traurigkeit hinterlassen? Das ist der Punkt, den ich gerade sagen wollte. Ich habe immer gedacht, ich bin depressiv, habe Therapien gemacht ohne Ende. Könnte ich mir Autos verkaufen? Bis ich zu einer Therapeutin kam, die sagte, Sie sind nicht depressiv, Sie sind traurig. Aha. Genau. Ja, die Trauer, die kann man nicht heilen, die ist da. Wann haben Sie das erfahren, sagen Sie, dass Ihre Mutter nicht Ihre Mutter war? Nachdem mein Vater zuerst gestorben war, ja, hat sein bester Freund mir gesagt, komm noch mal vorbei. Ich hatte noch zwei Geschwister, zwei jüngere Geschwister. Guck dir mal die Fotos an, dann siehst du, das sind nicht deine Geschwister. Er hatte eigentlich ein Versprechen meinem Vater gegeben, das nie zu erzählen. Mhm. Und dann habe ich geguckt, habe ich gesehen, die sehen ganz anders aus als ich. Ja. Die waren auch ganz anders und wurden anders behandelt. Ja. Und das dann irgendwann zu wissen, in späten Jahren, sage ich jetzt mal, da kann man sich vielleicht was erklären, aber die Traurigkeit wegnehmen. So ist es. Ja. Genau. Und dann, ich habe dann alles versucht, ja, dahinter zu kommen. Dazu gehört eben auch Ayahuasca. Kann ich nur sagen, rate ich jedem von ab, war schrecklich. Erzählen Sie mal. Also Sie haben sich da auf den... Vielleicht müssen wir erst mal sagen, was ist das für eine Substanz? Ja. Ayahuasca ist ein Pflanzenpräparat aus der, wie Sie schon sagten, Ayahuasca-Liane und noch einer anderen Pflanze. Da ist dieses DMT drin, das ist ein sehr starkes Halluzinogen. Und da ist noch ein Enzymhemmer drin, der eigentlich aus der Ayahuasca kommt, der dafür sorgt, dass viel von dem DMT auch im Gehirn ankommt. Und zusammen ist das eben ein Halluzinogen, ähnlich wie LSD. Ne? Relativ schwer zu dosieren und in seiner Wirkung auch sehr schwer vorherzusagen. Interagiert sehr stark mit der psychischen Befindlichkeit, mit der man in den Konsum reingeht. Und wenn jemand tatsächlich schon so eine Last mit sich trägt, ängstlich, depressiv ist oder traurig, tendiert es eher dazu, diese Emotionen noch zu verstärken, als sie aufzuheben. Also vielleicht sollte man dazu sagen, Sie sind auch Ärztin, Sie haben Kinder, aber diese Traurigkeit offenbar, die war immer da, ja, dieser Leidensdruck war da. Und jetzt sind Sie nach Peru geflogen. Erzählen Sie mal, wie geht das denn da vonstatten oder wie ging das vonstatten? Ich war in einer Gruppe von 20 Leuten, ich war die einzige Deutsche, die einzige Europäerin sogar. Wir wurden vorbereitet, das war soweit okay, da waren Trainer, haben einen erklärt, wie das läuft. Und da sah man, wie die Liane, die da im Urwald schneiden, in einem Kessel gebraut wurde, drei Tage, ist alles rituell. Und nach drei Tagen hat man dann nachts die Session in einem großen, runden Zelt.
Alle zusammen? Also, ja, alle zusammen. Mhm. Es ist dunkel und in der Mitte sitzen die Schamanen. Und die Schamanen haben diese Flüssigkeit, die sie aus der Liane gezogen haben. Und die wird dann verteilt, als sehr ritualisiert, wie in der Kirche fast. Mhm. Man kriegt das gereicht im Dunkeln, man trinkt das. Eierbecher voll ungefähr, ziemlich wie Sirup, ziemlich bitter. Und ich merkte, wie das durch mich durchging, bis in die Füße. Richtig gespürt habe ich das, war ein ganz tolles Gefühl. Also ein gutes Gefühl. Ja, das war toll. Da habe ich gedacht, jetzt kommt die Heilung. Aha. Und dann wurde es ganz furchtbar. Dann hörte ich, wie Leute sich übergaben und schrien und taten und so. Das tat ich nicht, habe mich beherrscht. Und dann hörte ich, wie ein junger Mann um die 25 rief, I want to die, I want to die, I want to die. Er wurde rausgetragen, man sah das so, war auch dann draußen. Nächsten Morgen sah ich ihn wieder, sagte er, ich wollte wirklich sterben. Er wollte sterben. Er hat Gras gegessen, er hat Steine gegessen, er war total fertig. Ist das nicht hochproblematisch? Furchtbar. Ja. Und ich hatte zum Glück vorher irgendwo gelesen, dass man dadurch eine Blutdruckkrise kriegen kann, also ganz hohen Blutdruck. Ich habe später in Lima gehört, dass daran Leute sterben, was ich aber nicht wusste vorher. Und ich hatte mir zum Glück Blutdrucksenker eingepackt, flüssige, zwei Stück, die ich heimlich dann geschluckt habe. Man durfte nichts mit reinnehmen, weil ich merkte, irgendwie mein Blutdruck, der ging hoch. Und dann ging das immer weiter, 8, 9 Stunden. Und ich hatte das Gefühl, das hört ja nie auf. Und die Schamanen fingen an, lauter zu singen, lauter zu singen. Und ich dachte, man kann ja noch denken, die Gruppe steckt, die steckt fest, die kommt nicht raus. Und da habe ich eine gefragt, die vorbeiging, when does it stop? Da sagt sie, it will stop. Es stoppte nicht, es ging immer weiter, fast 10 Stunden. War grauenvoll. Und was habe ich gesehen? Ich habe nur Geister, graue, schwarze, dunkle Geister gesehen. Und eine Ärztin, die ich kenne, Frau Dr. Meckel-Fischer in der Schweiz, die forscht danach und hat ein Buch darüber geschrieben, die fragte mich, was hast du denn so erlebt? Da sagt sie, waren Kriegstraumata. Die ich gesehen, also es war Erfolg, also Folge von Kriegstraumata. Ich bin ja in Berlin geboren, im Krieg. Wir waren jede Nacht im Keller, das weiß ich noch. Aber ich fühlte das nicht. Ich habe es eigentlich nur gewusst, nicht gefühlt. Und da habe ich das gefühlt. Und es war dermaßen beängstigend, ich habe echt gedacht, ich sterbe. Also es war das Gegenteil von Heilung. Es hat zwar etwas hochgeholt, aber es war eher ein Albtraum als Heilung. Ein absoluter Albtraum. Ist es denn so, dass häufiger Menschen auch sterben bei solchen? Ja, habe ich gehört. Ja? Also die Halluzinogene sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie eine letale Nebenwirkung haben. Wenn jemand stirbt, dann an den Sachen, die die dann anstellen, während sie die Halluzination. Also die steigen aufs Dach und denken, sie sind ein Vogel und springen. Sowas in der Richtung. Die Toxizität selber ist nicht so schlimm, als dass man da verstirbt. Also die Angriffspunkte für die Halluzinogene, die sind auch im Magen, deswegen wird einem übel. Blutdruck in dem Blutplättchen sind die auch. Mhm. Und eben im Gehirn, in den Stellen, wo die Sensorik verarbeitet, wo unser Gedächtnis sitzt. Mhm. Ja, und da greifen die an und entkoppeln eigentlich ein Gedächtnis von seiner emotionalen Bewertung. Bestenfalls. Und man hat dann, wenn man das in niedrigeren Dosen macht, ein bisschen die Chance, oder das ist zumindest die Idee dahinter, das neu zu strukturieren. Immer wenn ich ein Gedächtnis restrukturieren will, muss ich es aktivieren, sonst kann ich da nichts machen. Und das klappt vermutlich ein bisschen, deswegen ist es ja eine alte Droge, also das kann jetzt nicht nur schlimm gewesen sein, für bestimmte Arten von Traumata, wo man zum Beispiel nur ein traumatisches Erlebnis hatte, wo eine so eine Gedächtnisverknüpfung, ja, sagen wir mal so, pathologisch geworden ist. Die kann man eventuell damit lösbar machen und zum Umlernen weich machen, wenn man so will. Das war meine Hoffnung, ja. Ich denke auch, das wird die Hoffnung gewesen sein. Ihr Trauma, so wie es sich anhört, ist allerdings ein sehr langwieriges, eine ganze Kindheit lang. Und stärker. Wenn man keine Liebe von der Mutter hatte, das ist ja was Fürchterliches. Das Schlimmste, was es gibt. Ja, und das geht ja dann bis in die Pubertät hinein. Immer weiter. Sag mal so, das bevölkert alle Gedächtnisinhalte und so viel kriege ich gar nicht mit so einer Substanz aufgeweicht. Ich muss ja dann auch neu lernen. Ja. Da war aber ja diese Traurigkeit und da war ja auch Hoffnung mit so einer Reise verbunden. Die Hoffnung stirbt ja nie. Das wollte ich gerade fragen. Sie sind dann nach Hause gekommen und die Hoffnung, aus der Hoffnung wurde ein Albtraum. Der Albtraum war schon da. Eigentlich waren 4 Sessions geplant. Ja. Ich muss dabei sagen, ich war nicht die Einzige, die aufgehört hat. Das ist ja nicht schön, wenn man aus der Gruppe aussteigt. 4 von 20 haben aufgehört. Und die Schamanen haben wohl hinterher gesagt, das war eine ganz harte Sitzung die Nacht. Die wissen ja gar nicht genau, wie viel drin ist von dem Zeug. Ja.
Ja, und dann habe ich mir 3 schöne Tage in Lima gegönnt. Immerhin. Als Erholung, ja, genau. Mhm. Und habe da erfahren von Taxifahrern und vom Hotel, dass häufig Europäer rüberkommen, alleine zum Teil oder zu zweit, gehen in den Urwald, suchen sich einen Schamanen und sterben. Das wird aber nirgendwo kommuniziert, das liest man nirgendwo. Mhm. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich gar nicht hingegangen. Sie sind dann nach Hause gekommen und haben dann in einem Newsletter etwas von einer Drogentherapie gelesen. Genau. War das dann im ersten Moment so, dass Sie gedacht haben, oh nee, also jetzt mache ich nicht noch mal so ein Experiment? Oder Sie haben gerade gesagt, die Hoffnung lebt ja weiter. Also war das doch stärker? Genau so, die Hoffnung war stärker. Ja. Hinzu kam unter ärztlicher Begleitung in gutem, geschütztem Raum in Berlin, in einem, wie ich finde, sehr guten Zentrum, kriegt man Ketamin, das dauert eine Dreiviertelstunde, da ist jemand dabei, wird Blutdruck überwacht und so weiter. Aber ich muss sagen, das hat mir auch nicht geholfen, das war auch traumatisch. Auch traumatisch. Ich hatte da nur furchtbare Bilder, ganz furchtbar. Dann habe ich gesagt, nee, also jetzt reicht's. Ja, und war das nur beim ersten Mal so oder hat sich das auch bis heute... Das war über eine Woche, jeden Tag. Ja. Das war jedes Mal ein bisschen anders, aber jedes Mal schrecklich. Jedes Mal schrecklich. Ja. Was macht Ketamin und wird das ab und zu auch erfolgreich eingesetzt? Ketamin, da muss man ein bisschen den Stab für das Ketamin brechen. Ist so ein bisschen das New Kid on the Block in der Depressionstherapie. Mhm. Tatsächlich das jetzt am aktuellsten auf dem Markt und auch verschreibungsfähige. Aber kommt das nicht von den Pferden irgendwie? Das kommt von den Pferden, ganz richtig. Mhm. Ketamin ist ein Anästhetikum aus der Tiermedizin. Mhm. Auch schon da sehr lange im Einsatz, auch fahrlos im Einsatz. In etwas geringeren Dosierungen, bevor man in Ohnmacht fällt, ist ein sogenanntes dissoziatives Anästhetikum. Das heißt, es dissoziiert meine Sinneswahrnehmung von der emotionalen Bewertung. Das wäre prinzipiell auch geeignet, so ein Trauma aufzulösen. Das hatte ich auch so gelesen. Das, denke ich, wird auch ein bisschen die Motivation gewesen. Aber die Pferde hatten jetzt kein Trauma, oder? Die schlafen komplett. Ach so. Die müssen kein Trauma bearbeiten. Okay. Also, aber wie geht es Ihnen denn heute? Sind Sie immer noch auf der Suche? Würden Sie solche Wege weitergehen? Oder? Diese Wege nicht mehr. Diese Wege nicht. Ich habe eine sehr gute Therapeutin. Ja. Und das ist gut für mich, sagen wir es mal so. Sie haben auch ein Atemseminar mit? Ach so, ja. Das ist mehr so Vagusstimulation, also zur Beruhigung, zum guten Schlafen und so weiter. Habe ich gerade gemacht. Das war gut. Ja. War sehr, sehr gut. Also wir sehen, viele sind auch auf der Suche, Traurigkeit, bei anderen ist es eine Depression, in irgendeiner Form aus ihrem Leben zu bekommen. Manchen kann es vielleicht helfen, anderen aber auch nicht. Und Vorsicht ist bei bestimmten Situationen auf jeden Fall geboten. Ja. Wir hoffen, dass die Hoffnung sich irgendwann erfüllt und ihr Leben einfach mehr Leichtigkeit hat, mehr Lebensfreude hat und die Traurigkeit geringer wird. Danke, dass Sie da sind. Wir haben schon gesagt, auch als wir mit Ihnen gesprochen haben, Drogen können auch im beruflichen Kontext relevant sein. Wenn man gefordert ist, wenn man Leistung bringen muss. Herr Decker, Sie waren ein gefeierter Musikvideoproduzent, ein sehr gefragter Musikvideoproduzent, ein Werbefilmregisseur. Sie haben sogar auch Auszeichnungen gewonnen, Echos. Kokain hat bei Ihnen auch in der Karriere eine wichtige, eine zweischneidige und am Ende auch eine zerstörerische Wirkung gehabt. Aber zunächst mal zum Anfang, um zu verstehen, warum Sie dahin wollten. Sie hatten Abi gemacht, Sie haben die Bundeswehr hinter sich gehabt und dann haben Sie in einer Filmproduktionsfirma angefangen. Was haben Sie gesucht in dieser Filmproduktionsfirma? Oh, das ist ja eine interessante Frage. Ich hatte keine Ahnung nach dem Abitur und auch noch nicht nach der Bundeswehrzeit, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Ja. Also null, zero. Mhm. Und mein bester Freund damals hat mich einfach mal gefragt in so einem Gespräch auf einer Bank, für was ich mich eigentlich interessiere. Und dann meinte ich, ja, ich interessiere mich schon für Filme. Also ich war immer derjenige, der auch die Making-ofs geguckt hat auf den damals noch DVDs. Ja, genau. Die Herr-der-Ringe-Making-ofs, weiß ich noch, waren sogar länger als die eigentlichen Filme. Mhm. Und das war quasi meine Bibel. Und deswegen habe ich eigentlich ein Praktikum in der Filmproduktion begonnen. Und Sie waren dann erst Fahrer und haben so den klassischen Weg gemacht, dann irgendwie Kamera und irgendwann waren Sie dann. Die ersten 3 Monate nur Kaffee gekocht. Konnte das richtig gut. Ja. Deswegen wurde der Praktikantenvertrag auch verlängert. Also der war erst nur für 3 Monate. Und weil ich so gut Kaffee gekocht habe, wurde der verlängert. Und dann im Laufe der Monate und Jahre war ich dann Produktionsassistent, habe erst das Archiv, also man
für was man halt damals alles benutzt wurde für 100 Euro im Monat. Ja, und dann hat man aber gemerkt, der kann nicht nur Auto fahren und kann nicht nur Kaffee kochen und kann nicht nur die anderen Dinge regeln, sondern er sitzt auch gerne im Schneideraum, er kann mit Bildern umgehen und so weiter. Sie waren sehr schnell dann erfolgreich, als Sie Regisseur geworden sind, haben Videos gemacht, gleich Ihr zweites Video wurde nominiert für ein Echo. Polarkreis 18, allein, ja. Genau, also sehr, sehr bekanntes, auch viele Menschen haben das Video noch im Kopf. Hm. Wann kam denn, wir reden heute über Außer Kontrolle, wann kamen denn die Drogen bei Ihnen rein? Ich bin ja der Kokser hier in der Runde. Ja, Sie sind der Kokser. Von daher, Wann kam das? Reden wir mal darüber. Ja. Das war tatsächlich ein paar Monate oder es war tatsächlich um die Zeit, wo ich, also ich rede ja immer von 15 Jahren Konsum und seit 15 Jahren bin ich auch Regisseur. Also es ist leider direkt miteinander verbunden. Es wurde mir angeboten in einer Bar. Das erste Mal, werde ich nie vergessen, war das wie Schwarz-Weiß-Fernsehen war vorher und dann war Farbfernsehen. Für mich war ganz klar, das ist es. In welcher Situation war das? War es privat? Nee, das war in einer Bar, in der Bar 25 in Berlin, angesagter Laden damals. Okay. Und es wurde mir einfach so angeboten und im Toilettenbereich wird das ja konsumiert. Und ich war eigentlich sehr ängstlich. Ich hatte bis dahin noch keine Drogen konsumiert. Mhm. Außer Cannabis, pünktlich zum Abitur, habe ich beschlossen, das mal auszuprobieren. Das hat den Schnitt auch ein bisschen beeinflusst, aber da wurde ich nicht von abhängig. Mhm. Und ja, genau. aber dann war's ich da. War anscheinend betrunken genug, muss ich schon sagen, dass ich das dann ausprobiert habe und die Wirkung war überragend. Plötzlich Farbfilm. War das dann das nächste Mal wieder in der Bar oder haben Sie es dann auch mal beruflich ausprobiert? Also wann haben Sie es genommen? Ja, ich habe es dann sofort. Also ich muss noch eine Sache dazu sagen, warum das dieses Schwarz-Weiß-Fernsehen war. Wie ich in Therapie gelernt habe, das gehört schon dazu jetzt, hatte ich einen krassen Selbstwertmangel. Durch meine Sozialisation, frühe Kindheit, habe ich eigentlich das Gefühl, ich bin ein Versager. Aha. Und deswegen auch dieser Drive irgendwie sich beweisen in diesem Beruf, genau, vom Fahrer zum Regisseur innerhalb von 3 Jahren, das ist ja schon auch Anerkennung. Irgendwie nicht gesund, wenn man darüber nachdenkt. Und Kokain hat in diesem Moment des Erstkonsums, und muss ich das vorstellen, mein Leben quasi wie ein Puzzle und ein Puzzleteil fehlt. Und da ist aber noch eins, Kokain, das passt nicht so richtig, das Motiv ist auch nicht korrekt, aber es hat die gleichen Steckplätze und dann war es draufgesetzt. Also um die Geschichte abzurunden, es war mir klar, dass ich lasse ich jetzt nicht mehr weg. Ah. Also es war sofort klar. Das war klar. Das hat mich ja zum ersten Mal vollständig fühlen lassen. Ich fühlte mich ja das erste Mal wie ein richtiger Mensch und nicht wie ein Idiot, wie ein Loser. Also hat Ihnen vordergründig Selbstbewusstsein auch gegeben? Total. Also dieser Drive in meinem Beruf, da ging es um Bestätigung, die ich gesucht habe, von meinen Eltern natürlich und auch von anderen Menschen um mich rum. Und das hat mir dann Kokain gegeben. Und was hat das gemacht zum Beispiel, wenn Sie ein Video geschnitten haben? Ja, genau, das kann ich doch. Also ich habe es konsumiert, immer im Privaten. Also jedes Wochenende war es dabei zum Ausgehen. Und ich habe sehr schnell Kokain auch in mein Leben gelassen, in meinen Beruf. Und zwar, um ein Musikvideo zu drehen, muss ich 10 Konzepte schreiben. Also für 10 Bands zum Beispiel. Aber nur eins gewinne ich. So ist einfach die Quote. Vielleicht gewinne ich auch 2. Wir nennen das Pitch. Und das ist auch unbezahlt. Das heißt, die Plattenlabels rufen dich an und sagen, hier, wir haben ja diesen Song, diese Band, wir haben so und so viel Geld, schreib mal zu morgen ein Konzept. Und dann müssen Sie raushauen. Genau. Mhm. Schreib da mal 30 Seiten mit Moodbildern, schön gelayoutet, muss das auch noch alles sein. Das habe ich alles selber gemacht. Und dann habe ich gesagt, also total bescheuert, ne? Aber lass uns doch mal gucken, also uns, ich rede immer noch im Wir, ich und die Sucht. Ja. Ja? Mein Suchtonkel, lass uns das doch mal ausprobieren. Und dann haben wir zusammen, ich alleine, Kokain genommen. Und es war natürlich die ersten Jahre großartig. Auch da konnte ich innerhalb von 5 Stunden 20 Seiten schreiben und layouten. Und dann habe ich den Job auch gewonnen. Und was heißt das jetzt, wenn Sie sagen, Sie haben das ja jahrelang gemacht. Und Sie haben gesagt, Sie haben das dann wahrscheinlich auch nur noch so gemacht, oder? Nur noch. Nie wieder ohne. Wenn Sie sagen, es hat Ihnen Selbstbewusstsein gegeben, ist es dann nicht nur ein Scheinselbstbewusstsein, weil Sie wussten ja, ohne das kann ich es nicht? Ja, ist total weird, na klar. Ja? Also ohne das kann ich es nicht. Und man muss aber auch sagen, dieser positive Rausch,
dieses, ich bin zu was fähig, ich nehme das so wahr, dass da ist ein Reservoir da, der ist irgendwann, das ist irgendwann aufgebraucht, das kann Herr Müller bestimmt gleich was Tolles zu sagen, und dann ist es weg. Und dann brauche ich doppelt so viel von der Substanz, um überhaupt in die Richtung zu kommen. Sie fordern das ja quasi ein. Herr Müller, was macht Kokain mit dem Menschen? Ich bin auch schon bereit dazu. Sehr gut. Ja, also das ist ein sehr interessantes und sehr gut illustriertes Beispiel mal, wie Kokain als das Beispiel für eine Performance-Droge im High-Performance-Level eingesetzt wird. Also man nimmt das nicht primär, um Party zu machen, sondern um Leistung zu bringen, und zwar auf allerhöchster Ebene. Ne? Also höchste Kreativleistung mit starker Deadline, permanent. Niemand schafft das. Mhm. Ne? Menschen sind nicht so gestreckt. Mhm. Wir haben Schwankungen in unserem Performance-Level, mal sind wir gut, mal nicht. Ne? Da kommen äußere Einflüsse, aber es gibt Industrien und Jobs, die fordern das ein. Wie dieser Produktionsjob. Also im hohen Management, da wo Kreativität gebraucht wird. Da wäre das Management wäre auch so ein Fall. Ich war ja dann Fußballtrainer, wo man auf den Punkt eine Leistung abrufen muss. Ja. Und da hat Kokain nun mal dieses pharmakologische Profil, dass es verschiedene Verhaltens- und subjektive Effekte hat, die sich für diese Anforderungen extrem gut eignen. Zunächst mal aber offensichtlich. Zunächst mal. Denn Sie haben ja schon gesagt, die ersten Jahre oder die erste Zwei Jahre maximal. Zwei Jahre. Ja. Was ist dann passiert? Ich brauchte mehr. Ja? Ich glaube, ich war schon nach anderthalb Jahren, also ich war sehr schnell abhängig. Also wirklich ganz schnell abhängig, weil ich eben auch diesen Mangel hatte. Und wenn eine Droge, egal, eine Substanz, einen Mangel behebt, das ist ganz schwierig dann für, also dann kann sehr schnell eine Sucht entstehen. Hatte, hatte mehr denn noch die gleiche Wirkung? Nee, aber mehr ist die Option, ist die Lösung. Scheinbar. Also mehr, viel hilft viel, das sagt man ja so im Spaß. Und natürlich ist das dann die Lösung, die mir mein Suchtgedächtnis vorgeschlagen hat. Denn ich habe gespeichert, es geht nur damit. Also ohne ist ja gar keine Option. Und dann gehen wir mal davon aus, ich war auch schon abhängig. Dann kauft man auf einmal doppelt so viel. Und man kommt dann in ein ganz weirdes Delirium. Und ich muss ja auch sagen, es hat mich am Ende, also ich konnte dann keine Jobs mehr leisten, meine Konzepte wurden schlecht. Ich habe nie am Set konsumiert bei Dreharbeiten, aber zum Schneiden und zum Schreiben der Konzepte. Und naja, im dritten, vierten Jahr geht es los, dass man dann auch konsumiert zum Staubsaugen, zum Abwasch. Ja, ihr lacht, aber das geht in mein Leben von 0 auf 100. Spielt plötzlich die Hauptrolle. Ja, also es gibt nichts anderes. Das ist die Beziehung, die ich führe. Ja. Und dann klaue ich irgendwann auch meiner Freundin 50 Euro aus dem Portemonnaie, verpfände ihre Goldohrringe, weil ich hatte irgendwann kein Geld mehr. Und für mich war das Allerwichtigste, den Konsum weiter aufrechtzuerhalten. Und somit habe ich alle Menschen um mich herum eigentlich verloren. Also es ging immer weiter bergab? Ja, bis ich ganz alleine war. Und dieses Bewusstsein, war das noch da? Also die Sachen der eigenen Freundin, das ist ja wahrscheinlich noch die engste Person, die da war. Das ist noch die Person, die sich, jetzt muss ich echt aufpassen hier nicht, das ist die Person, die eigentlich sich noch um dich kümmert. Ja. Die noch an dich glaubt. Und man war ja auch mal verliebt. Ne? Ja. Aber ich habe, man muss dazu sagen, darüber haben wir heute noch gar nicht geredet, als Süchtiger ist man ein Lügner. Mhm. Und zwar im Alltag. Also so wie ich süchtig war, ich kann mir nur von mir ausgehen. Aber man, ich habe kein wahres Wort mehr gesprochen in den letzten 8 Jahren. Ich bin jetzt 16 Monate clean. Und was mit dem Clean kommt, ist die Scham. Was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Und bei mir sind es schon 10 Jahre, wo ich nur Leute um mich herum angelogen habe für Geld. Also Kokain war das Wichtigste in meinem Leben und es hat mir fast alles genommen. Zum Glück nicht mein Leben, aber das war ein paar Mal, das tut mir sehr leid, die Geschichte übrigens. Und ich kann das, ja, ich habe auch schon Menschen verloren jetzt auf Therapie, die mit mir in den Gruppen waren, die einen Rückfall hatten. Und jeder Konsum kann der letzte sein, und das haben Sie zum Beispiel sehr gut gesagt, auch bei sehr vielen Substanzen. Und man, ich finde, Leute sollten aufpassen da draußen. Sie haben Ihr Umfeld angelogen, die nächsten Menschen angelogen? Alle. Haben Sie auch sich selbst angelogen? Klar. Zur Sucht gehört dazu. Ich bin ja kein Arzt, aber ich hab das so empfunden, dass zu meiner Krankheit dazugehört, dass sie mir suggeriert, dass ich kein Problem habe. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Also bis zum 14., 13. Jahr meiner 15 Jahre war mir eigentlich klar, ich habe doch alles unter Kontrolle. Mhm. Da war überhaupt gar nichts mehr unter Kontrolle. Ja? Sie sind ja auch Vater. Ja. Wie war das da? Also konnten Sie noch
ein guter Vater sein? Ich glaube nicht. Hm. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, dass ich die beiden nicht so oft sehen darf mittlerweile. Aber ich hoffe, das wird besser. Und meine Kinder haben ein okayes Verhältnis zu mir und ein sehr, sehr intimes, enges. Aber natürlich war ich gerade bei dem Kleinen, der ist jetzt 4, war ich ja ganz oft auch nicht nüchtern, wenn ich ihn hatte. Und da sind wir wieder bei Scham. Bei Scham wollte ich gerade Selbstmitleid, was heißt Selbstmitleid? Man macht sich halt unfassbar viele Vorwürfe die ganze Zeit. Ja. Also ich meine, ich muss heutzutage, kämpfe ich jeden Tag darüber, also kämpfe ich clean zu bleiben und ich kämpfe auch mit meiner Schuld der Vergangenheit und die kann mir keiner nehmen. Erstmal, wenn es ja, gerade haben wir vom Karussell gesprochen, das hört sich jetzt mehr nach so einem Strudel an, also es wird ja immer schlimmer. Ja. Ich frage mich nur, wenn die Lügen nach außen da sind, die Lügen nach innen da sind, was war denn der Punkt zu sagen, und jetzt muss ich irgendwas ändern? Wie ging es ihm am Tiefpunkt? Also, Rock Bottom? Ja, Rock ja. Bottom. Ich muss sagen, auch da, meine Ex-Freundin hat mich eigentlich immer wieder zur Drogenberatungsstelle auch geprügelt. Das ist übrigens der große Tipp für alle, die sich Gedanken machen. Geht zu einer Drogenberatungsstelle, lasst euch beraten. Es gibt unfassbar viele Therapieangebote, wenn ihr Probleme mit eurem Konsum habt. Die hat mich da schon hingeprügelt. Ich weiß nicht, ob ich aus Eigenmotivation... Also eine Therapie kann auch und darf auch aus Fremdmotivation entstehen. Das ist in Ordnung. Mhm. Was war der Rock Bottom? Ich war gar nicht mehr existent als Lebewesen. Mhm. Das war wie, als hätte mich ein Dämon befallen. Gesundheitlich? Was war da? Haben Sie noch gegessen? Ja, ihr merkt ja den ganzen Abend hier, dass meine Nase läuft. Ich weiß auch nicht, warum das hier heute so ist. Mhm. Gegen irgendwas reagiere ich auch noch allergisch. Mhm. Ich bin auch noch Allergiker, das kommt auch noch dazu. Aber ja, die Nase ist komplett kaputt. Mhm. Alles, das ganze Innenleben dort. Ich war letztens beim Arzt und naja, wenn der die Werte anguckt, also ich lebe auf jeden Fall 10 Jahre weniger als andere. Mhm. Das ist einfach, man muss sich ja vorstellen, bei Kokain, das Herz schlägt ja doppelt so, dreimal so schnell nach nur einer, wie wir heutzutage sagen, Konsumeinheit. Und ich habe halt 15 Jahre mein Herz dreimal so schnell schlagen lassen. Das ist doch logisch. Dieser Muskel hat auch nur so ein Reservoir an Schlägen und ich habe da schon einige aufgebraucht von. Warum passiert das? High Performance am Anfang und dann tiefer Fall. Warum passiert das? Ja, das ist so auch ein bisschen eine Eigenheit vom Kokain selber. Das ist eine Substanz, die relativ schnell Toleranz entwickelt. Toleranz bedeutet, man muss immer mehr nehmen, um den gleichen Effekt zu haben. Ja. Auch wenn man die Substanz quasi instrumentalisiert, also zum Arbeiten einsetzt, brauche ich immer mehr, um denselben Kreativeffekt, Durchhalteffekt zu bekommen. Und beim Kokain rutscht man dann irgendwann in den Dosisbereich rein, wo man neuronale Adaptationen hat, die dann eben so ein Suchtgedächtnis aufbauen und die dafür sorgen, dass man die Kontrolle, also quasi das Lernen aus den Konsequenzen des Konsums, verliert. Das ist so ein wichtiges Suchtkriterium, dass man es nicht mehr willentlich beeinflussen kann. Mhm. Und man muss auch sagen, eine Sucht ist keine Willensschwäche, das ist eine wirkliche Krankheit, okay. Ja. Die man nicht mit reiß dich mal zusammen in den Griff bekommt. Das ist tatsächlich das Richtige gemacht, braucht man therapeutische Hilfe. Und das ist auch das Einzige, was man in dem Moment machen kann, um davon wieder runterzukommen. Also es hatte wirklich ja, es ist ganz schnell war es in meinem Leben, wie gesagt, dieses Arbeiten und auch Ausgehen zum Feiern im Club. Da kommt dann irgendwann der Montag dazu, der Dienstag. Ich habe die letzten 3-4 Jahre ja täglich konsumiert. Mhm. Täglich. Wenn wir jetzt auf das Heute gehen, Sie haben es ja hinter sich gelassen und trotzdem hört sich das so an, da ist noch so, da sind Vorwürfe, da ist Scham, das arbeitet ja noch weiter. Ist das jetzt so ein, ich sag mal in meinen Worten, ein Aufräumen in Ihnen und im Umfeld? Oder? Ich weiß gar nicht, wie ich das. Ich bin, ich habe es immer noch mittendrin. Also ja. Ich war 7 Monate stationär in einer stationär, wo man halt auch wohnt. Hm. Nach 3 Monaten hatte ich noch mal einen Rückfall. Dann kam noch mal 4 dazu. Dann war ich 1 Jahr jetzt im betreuten Wohnen. Also ich habe wirklich das ganze System mitgemacht. Und wenn ich da zu Hause die Tür zumache, bin ich halt dort alleine. Gibt es denn schon wieder Freunde? Gibt es eine Partnerin oder irgendein? Es sind schon Menschen wieder da im Leben, ja. Aber müssen sie auch erstmal wieder lernen wahrscheinlich und aufbauen. Was ist so ein Anker privat? Also gibt es Menschen? Gibt es irgendwas, was sie machen? Gibt es Spaziergänge? Gibt's ich habe in der Therapie angefangen zu malen. Oh, ja. Man hat auch Kunsttherapie dort. Also es gibt sehr viele Therapieformen.
Und ich war in zwei sehr guten Kliniken, die übrigens alle vom Staat bezahlt werden. Das zahlt die Rentenkasse, so auch mal zu sagen. Mhm. Ich hatte ja am Ende kein Geld. Und weil sie meinten, ich habe 500.000 Euro verkokst, das ist natürlich eine Zahl, die zusammenkommt. Mhm. Ich hatte dieses Geld nie. Ja. Ja, ich habe gestohlen und belogen und betrogen. Mhm. Das Geld war so nie da. Das ist manchmal wird schwierig kommuniziert. Ich habe angefangen zu malen und das hilft mir manchmal. Außer Kontrolle, Leben mit den Drogen ist unser Titel. Ich glaube, Sie haben das genau erlebt, wie einige hier in der Runde auch. Sie ringen jetzt um Kontrolle. Und ja, ich glaube, wir alle hoffen, dass Sie irgendein Geländer finden, dass Sie irgendeinen Halt finden, sei es durch das, was Sie beruflich machen, sei es durch Ihr privates Umfeld. Ja, dass Sie kraftvoll nach vorne gucken können. Mhm. Und vielen Dank an Sie. Vielen Dank an all unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche dann mit dem Thema Sinn des Lebens verzweifelt gesucht. Hören Sie gerne mal rein, auch in unseren Podcast. Das wahre Leben bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Danke an alle hier nochmal. Dankeschön.